Radio Okito, Radio Okito, von Mensch zu Mensch. Heute ist bei uns erstmals der Phönix bei uns. Er wird sich gleich auch vorstellen und er bringt ein Thema mit, die Theorie, also Phönix, so sein Name, Tao. Theorie aller Ordnung, Existenz, ich bin gleich wir sind. Wie in allen meinen Sendungen werde ich Begriffe vorstellen, definieren, damit wir zuerst eine gemeinsame Sprache finden, um uns auch verstehen zu können. Ja, Arnold, vielleicht magst du ein paar Worte über dich erzählen und warum auch vielleicht du dieses Thema heute startest. Ja, das mache ich gerne. Danke, lieber Klaus. Zuerst möchte ich mal alle auf das Herzlichste begrüßen und die, die hier anwesend sind, die, die am Stream zuhören und hoffentlich weltweit und die, die es dann später auch noch anhören, das werden ja auch noch sehr viele sein, die Aufzeichnung anhören. Lieben Dank an Okitalk, an dich, Klaus, und an dein Team, dass ich hier die Gelegenheit habe. Ich mache das eigentlich aus, weil ich das als meine Lebensaufgabe sehe, kann sagen, aus, das drängt mich dazu, aus innerer Überzeugung. Und warum ich dazu gekommen bin, bin auch oft gefragt worden, ja, wieso kann ich das oder weiß ich das oder warum der ganze Weg? Das wird im Laufe der Sendung, denke ich, auch klar werden. Klarheit ist mir ganz was Wichtiges. Und muss ich noch was zur Klarheit sagen, Klaus? Das war die falsche Musik. hätte eigentlich Dame kommen sollen. Also wenn du dann das nächste spielst, dann würde ich dich bitten, Dame zu nehmen. Ist auch nicht so schlimm, wenn eine andere Musik kommt. Kann man das nächste Mal auch machen. Und dann hast du auch das Falsche angesagt, weil heute ist ja nicht Existenz, ich bin, wir sind. Ich muss den Klaus in Schutz nehmen, er kann nichts dafür, weil ich habe ihm schon von der zweiten Sendung die Unterlagen gegeben. Das ist sicher ein bisschen durcheinander gekommen jetzt. Heute geht es um den Überblick, wobei ich das so aufgebaut habe, dass alle, die heute zuhören, schon einiges erfahren, aber ich kann vielleicht dann teilweise auch in der Diskussion, auch in die Tiefe gehen, aber natürlich nicht das, was ich in sieben Sendungen noch machen kann. Es sind ja 6 Sendungen, die 7. Sendung, da komme ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen, am 1. März, dient eigentlich dazu da, dass das, was hier gebracht wurde und was hoffentlich neue Erkenntnisse gebracht hat und vor allem Klarheit in das eigene Leben und in das eigene Innere umzusetzen. Ich muss noch meine Uhr jetzt mal auf die Seite legen, weil mein größtes Problem ist, dass ich zu viel rede. Das wissen alle, die mich kennen. Und zu lange rede, aber so geht's. Ich habe mir so eine Grobeinteilung gemacht, damit ihr wisst, wie das ungefähr abläuft. Also jeweils eine Stunde. Wahrscheinlich wird es anders sein. Der erste Teil wird länger dauern. Ich werde so mal ein bisschen reinschmecken in das Thema, ein paar Fragen aufwerfen und dann werde ich die Frage beantworten, warum und wieso ich das mache. Und dazu geht es nicht anders. Der Klaus hat mich gebeten, dass ich über mich was sage. Das wird ein bisschen länger werden, weil ich darstellen will, ja, wie halt mein Weg war. Weil das war einfach, der Weg war das Entscheidende. Ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern ich bin eben den Weg gegangen und deswegen bin ich heute hier. Und was ich auch machen werde, ich will euch ein bisschen meine Quellen bekannt geben. Dazu liegen neben mir, ich habe da ein Foto davon gemacht, bin hier eingehüllt in Unterlagen. Und neben mir liegen mehrere Stapel Bücher. Da will ich euch kurz einen Querschnitt geben auch und auch zu meinen Quellen, damit es ein bisschen verständlich ist. Der zweite Teil dann und der dritte Teil, also der zweite Teil eigentlich, wird dann auf diese Fragen eingehen, auch das, was ihr ja schon gesehen habt, mal schauen, wo sie sind, diese Fragen, die jetzt zu dieser Übersicht passen, also warum ist die Welt so, wie sie ist, wie wirklich ist die Wirklichkeit und so weiter, da gehen wir auf alle Fragen ein und im dritten Teil, denke ich, das wird so übergangsmäßig sein, dazwischen machen wir 1, 2, 3 Pausen, weiß ich noch nicht, mit Musik. Und da wird also, denke ich mir, vor allem dann diskutiert werden. So,
Dann lege ich mal diese grobe Übersicht auf die Seite. Und bevor ich anfange, möchte ich euch gerne als erstes von mir ein Gedicht vorlesen. Das kennen schon manche, das ich im Gefängnis geschrieben habe. Darauf komme ich heute natürlich noch zu sprechen. Ich war 2 Jahre, 7 Monate im Gefängnis. Natürlich, das sagen alle, ja, aber muss man ja nicht mehr glauben, aber natürlich unschuldig, ja, und habe da sehr interessante und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und witzigerweise war ich da so in Klausur, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Also vielleicht hat der Wunsch mich auch dorthin irgendwie gebracht. Also ich wollte natürlich nicht dort sein, lieber woanders, in einem Kloster oder so. Aber ich bin so sehr zu mir auch in meine Mitte gekommen und ich habe zum Dichten angefangen. Und ich lese euch jetzt ein Gedicht vor. Das habe ich, schau mal kurz nach, am 4.10. das erste Mal begonnen, dann nochmal überarbeitet, am 4.10.2018. Das heißt Achtsam. Das habe ich in Englisch und in Deutsch geschrieben. Ich lese euch jetzt die deutsche Version vor. Achtsam. Suchen engt ein, finden lässt los. Der Weise begibt sich voller Hoffnung auf den Weg. Ankommen ist niemals das Ziel. Alles wandelt sich. Ergreifen ist Verlust. Festhalten ist Werten. Leere offenbart. Vertrauen ist die Oase im Herzen. Schönheit macht Liebe bedingungslos. Ein Tropfen Liebe reicht zum Überleben. Achte neugierig, absichtslos, nur den Augenblick. Ja, das drückt ein bisschen schon meinen Gedankengut aus, meine Philosophie. Und das Letzte, das ist sozusagen meine, ja, will ich sagen, Erfindung, das hört sich komisch an beim Gedicht. Achte neugierig, absichtslos, nur den Augenblick, weil ich liebe dieses Wort Ananda. Ananda, ich weiß nicht, werden viele kennen, das war auch ein Weggefährte, ein sehr junger von Buddha. Zu Buddha fühle ich mich sehr hingezogen. Und der eigentlich derjenige war, der seine Lehre dann vor allem verbreitet hat nach dem Tod von Buddha. Und das hat auch noch andere Bedeutungen im Sanskrit. Und das ist eben die Abkürzung A-N-A-N-D-A. So, das lege ich jetzt mal ganz woanders hin. Und möchte doch aber zuerst, jetzt ist das wieder irgendwo hingekommen, da habe ich mir es hergelegt. Ich bin ein bisschen durcheinander gebracht, dass der Klaus mit dem anderen angefangen hat. Ja, also ich habe auch mit Absicht, da wir jetzt schon mal bei der Lyrik sind, diese 3 Zitate gewählt. Die spiegeln auch sehr viel wider. Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand. Von Blaise Pascal. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass sich das in meinem Gedicht irgendwo auch widerspiegelt. Meiner Lieblingszitate ist, was wirklich zählt, ist Intuition. Und das ist ja auch unser Thema, weil wir beleuchten ja sozusagen die Ordnung der Welt immer aus 2 Gesichtspunkten, aus dem vermeintlichen Gesichtspunkt unserer Realität, aus dem Standpunkt, aus dem wir glauben, wer wir sind, und sozusagen aus der materiellen Sicht und natürlich aus der spirituellen Sicht. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, das nicht mehr als 2 Dinge. Ich will gar nicht sagen, dass das, oder doch, ich will es eigentlich sagen. Es ist auch eines der Dinge, die in dieser Manipulation eine Spaltung bewirkt hat. Ja, weil es gibt ja, ich denke, alle, die hier dabei sind, sind ja nicht zufällig, es gibt in dem Sinne keine Spaltung zwischen geistig und materiell. Das hat sich ja auch schon, glaube ich, weit herumgesprochen. Und Intuition ist etwas, was definitiv mit beidem zu tun hat. Und ich bin ein großer, wirklich großer Anhänger vom Lao Tse. Die größte Offenbarung ist die Stille. Und in dem Wort Tao drin, das Lao Tse sehr oft verwendet. Er ist nur sehr schwer verständlich. Es gibt sehr wenige wirklich gute Übersetzungen, wo man überhaupt ein bisschen besser mitkommen kann. Den Namen habe ich eigentlich gewählt, weil, wie gesagt, ich habe einfach diese unglaubliche Liebe zu diesem Wort, kann es ja eigentlich nur so sagen.
Und darauf gekommen bin ich, weil ich mir gedacht habe, das passt doch, weil ich einiges, weil ich mich sehr lang beschäftigt habe mit Simulationstheorie. Und da gibt es ja diesen, wie heißt der mit Vornamen, Campbell. Da komme ich heute auch noch kurz drauf. Der den Begriff My Big Toe, hat ein Buch drüber geschrieben, My Big Toe, Toe, T-O-E. Und das heißt Theory of Everything, also Theorie von allem. Das ist ja das, was die Wissenschaft so gerne klären würde. Nämlich diese Formel, die die ganze Welt erklärt. Ja, und die Theorie aller Ordnung habe ich nicht umsonst. Ja, eigentlich schon war das ein bisschen tricky, ja, dass ich im Englischen natürlich auch was Passendes finden musste, aber wie immer kommt alles, findet mich das alles, ja, ich lasse mich immer finden von den Dingen. Und dann bin ich eben gekommen auf About Origin und eben die Theorie über den Ursprung, und das passt wunderbar. Also insofern hat Tao eben diese beiden Bedeutungen und Ursprung und Ordnung, und das hängt ja alles zusammen. So viel zu dem hier. Jetzt schaue ich mal in meinen auf mein Gekritzle, was ich euch noch am Anfang sagen will. Ja, mein Ziel ist es, also das hat der Klaus ja schon vorgelesen, erwähnt, also dieses Begriffswirrwarr. Wirrwarr ist ein gutes Wort, das hört sich schon genauso an, emotional, wie die Bedeutung. Ich spreche ja mit so vielen Menschen und lese auch so viel und bin drauf gekommen, dass eigentlich die meisten Menschen, aber auch wirklich Gelehrte, sag ich mal, die ihre eigene Stellung. Und wir sind alle nur subjektiv unterwegs, also jeder hat seine eigene Vorstellung. Aber allein der Begriff zum Beispiel Seele, ja, und da frage ich dann immer nach, okay, Seele, du redest von Seele, was ist dann der Geist? Ja, allein diese Trinität, Körper, Geist, Seele, ich habe noch nicht wirklich jemanden getroffen, vielleicht heute in der Diskussion kann mir das jemand sagen, wie er oder sie das sieht, die das wirklich erklären können. Das sind so die typischen Begriffe, oder wie Dimension. Ja, und dann dieses furchtbare Wirrwarr, und dann gibt es ja auch die Zwischendimensionen. Also meinen Erkenntnissen nach gibt es das nicht, aus ganz bestimmten Gründen. Dann gibt es die Dichten, und dann ja, mein absolutes Lieblingsthema, und da gehe ich heute auch drauf ein, die Schwingungen und die vielen Lichtarbeiter und so weiter. Und ja, und überall habe ich gefunden, dass das, was uns ja ständig passiert und was uns vorgemacht wird, vor allem von den Medien, dass hier Framing betrieben wird, aber Framing auf Systemart, und Systemart ist satanische Art. Das heißt, hier wurde auch im Lauf über lange Zeit, hier wurden Begriffe einfach umgeändert und umgedreht, und nicht nur Begriffe, sondern ganze Bereiche. Und ja, und das ist so gut gemacht, genial gemacht, dass man es also kaum merkt. Das ist ein Thema, das mir wichtig ist und auf das ich eingehen werde. Ja. Vielleicht nochmal generell auch zu dem Finden in meinem Gedicht. Ich denke, ihr kennt ja alle den Begriff Synchronizität. Da gibt es auch ein recht schönes Buch von David Wilcock, Synchronicity, beziehungsweise auch auf Deutsch. Das ist eigentlich im Prinzip das, was, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt des Erwachens, wir sind ja schon auf einem sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt, zu einem sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt gelangt, was, glaube ich, den meisten Menschen passiert. Also zum Beispiel, man sieht plötzlich die gleichen Zahlen. Also ich habe vorhin auch, wo ich auf mein Handy geschaut habe, habe ich 28 GB Speicher frei gehabt, 2,8 GB RAM, war es gerade 19.28 Uhr. Das sind so die Dinge, ja, die jeder von euch kennt. Aber Synchronizität ist auch viel mehr. Ja. Synchronizität ist etwas, was wir eigentlich immer selbst heranziehen, und dann kann man sagen, es findet uns auch. Und so ist eigentlich mein ganzes Leben verlaufen, wenn ich im Rückblick schaue. Mein ganzes Leben ist Synchronizität, die aber exponentiell zugenommen hat. Und das wollte ich nur mal erwähnen. Also wie gesagt, mein Ziel ist ein
wirklich kohärentes Gesamtbild. Und nachdem ich ja schon weiß, was ich in den nächsten 7 Sendungen mache, und das noch in diesem Jahr auf jeden Fall auch die 7 Sendungen schon Klaus geben werde und die dann alle verlinkt sind, dann kann man das dort auch nachlesen. Kommen wir also dazu, so, dass ich mir sicher bin, ja, die das mitmachen oder halt dann mal nachhören, wenn sie es verpasst haben, muss ja nicht immer jeder dabei sein, dann wirklich ein ganz anderes Verständnis der Dinge haben und vor allem die Übersicht, was das eigentlich grundlegend alles bedeutet und was man damit anfangen kann. Ja, es gibt dann, ja, also mal so ein paar Highlights vielleicht noch, ja, bevor ich dann noch auf meine Beschreibung komme. Ich bin gerade dabei, wieder meine Schrift zu entziffern, Entschuldigung, dass da jetzt eine Pause entstanden ist. Was ich auch erzählen werde, was sich jetzt vielleicht seltsam schon noch anhört, was der wahre, wobei ich sagen muss, das muss ich jetzt einfach mal einschieben, das ist natürlich alles meine subjektive Meinung, auch die Modelle, die ich gemacht habe, die Theorien und so weiter, das ist meine subjektive Meinung. Auch wenn ich, und das ist wiederum meine subjektive Meinung, der Meinung bin, dass die also nicht wirklich widerlegbar sind, wie es wissenschaftlich heißt, also verifizierbar und falsifizierbar. Ich habe da wirklich so viel Zeit damit verbracht und das immer wieder geändert und entwickelt, aber grundlegend hat sich dann eigentlich nichts verändert. Warum das auch so ist, da komme ich dann nachher noch bei meiner Biografie dazu. Aber ich habe zum Beispiel herausgefunden, anhand der Erkenntnisse, nur damit ihr mal versteht, was man dann plötzlich für ein besseres Verständnis der Welt hat, ja. Zum Beispiel, was der Hintergrund der Übervölkerung ist. Das ist ja eigentlich in gewisser Hinsicht, ich meine nicht, dass die Welt hat damit kein Problem, kann das durchaus noch verkraften, ja. Aber es war sicher nicht, sage ich mal, so gewollt und liegt auch nicht im natürlichen Gleichgewicht, dass also die Menschheit dermaßen rasant angestiegen ist. Mein Lieblingsthema, das wird auch immer wieder erwähnt, das ist wiederum der wahre, wie ich es immer so gerne nenne, der wahre kosmische Hintergrund, hängt mit der Spitze kann man gar nicht sagen, das ist falsch, sondern hängt mit dem tatsächlichen Grund zusammen, warum das alles entstanden ist. Und da muss ich wieder die Archonten erwähnen. Ich sage jetzt einfach mal so, Archonten braucht sich noch niemand was, der es nicht so richtig weiß, darunter vorstellen. Da komme ich eh noch dann ausführlich drauf. Weil die Archonten auch mein persönliches Leben stark beeinflusst haben. Deswegen ist mir das von Anfang an ein wichtiges Thema gewesen. Und eigentlich war das gut so, weil sonst wäre ich nicht auf die ganzen Sachen draufgekommen. Ja, die Frage ist auch, ich habe es jetzt ein bisschen durcheinander gemacht, ich habe ja vorhin schon gesagt, wer kennt eigentlich den Unterschied zwischen Seele und Geist? Ja, und dann stellt sich die weitere Frage, also für mich zumindest, ja, brauche ich eigentlich beides? Ja, oder komme ich auch mit einem aus? Weil so viele Menschen erzählen mir von Avataren und seelenlosen Wesen und so weiter. Und ja, spätestens da stellt sich die Frage, ist das überhaupt eine gute Einteilung in Seele und Geist oder kann man das irgendwie anders noch einteilen? Ja, das führt natürlich sofort zum Bewusstsein. Mit dem Bewusstsein habe ich mich sehr viel beschäftigt und kaum nimmt man das Bewusstsein in Angriff, kommt man drauf, es gibt ja auch ein Unterbewusstsein. Und dann gibt es auch ein Unbewusstsein, was nicht das Unterbewusstsein ist, sondern das ist wieder was anderes. Oder was ist das Ego? Oder noch schwieriger, was ist das höhere Bewusstsein? Also jeder stellt sich da total was anderes vor. Und noch besser, ja, was bedeutet Aufwachen überhaupt? Auch da gibt es verschiedene Vorstellungen. Gut, ich sage nicht, dass jetzt die ganzen Vorstellungen, also da durch meine Definitionen ersetzt werden, das auf keinen Fall, ja, also im
Es gibt so viele Vorstellungen und Modelle, die durchaus gültig sein können gleichzeitig. Ja. Und jeder soll sich das nehmen, mit dem er am besten zurechtkommt. Ja, ich kann nur eins sagen, dass man diese Fragen alle, wenn man wirklich mal den Dingen auf den Grund schaut, relativ leicht beantworten kann. So, bevor ich jetzt da weitermache, mache ich jetzt ein bisschen was über mich. Und am Anfang mache ich was vielleicht auch Ungewöhnliches. Ich lese zwei Horoskope vor, die aber keine normalen Horoskope sind, sondern werden auch schon viele kennen. Maya-Horoskope, also diese, da gibt's, man unterscheidet hier eigentlich zwischen Geburtshoroskop und den Tagesenergien, was aber letztendlich kein so großer Unterschied ist, weil die Tagesenergien treffen prinzipiell mal auf die Zeitqualität des Tages zu. Der Maya-Tag ist hier ein bisschen anders, der hört nicht um 12 auf, sondern das weiß jetzt nicht mehr so genau, eins oder zwei. Drei, weiß ich nicht mehr so genau, aber ich verfolge das schon lange. Das mache ich mal in der nächsten Sendung, warum? Da gehen wir noch einführlich drauf ein auf die Maya-Zeitqualität. Und es ist immer wirklich sehr zutreffend. Und man kann mit diesen Tagesenergien, die ja gerichtet sind nach den wahren, sage ich jetzt bewusst so, physikalischen Verhältnissen, sprich astrologischen Verhältnissen. Astrologie, diese Wissenschaft ist ja eine sehr seriöse Wissenschaft, weil sie beschreibt letztendlich die Auswirkungen der Energie, die die Sternenkonstellation hat. Und braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Die Konstellation hat jetzt aktuell auf uns einen sehr großen, einen sehr großen, wie soll ich sagen, Auswirkung, eine sehr große Auswirkung. Man sieht es ja an der Sonne zum Beispiel. Jedes Sonnenflair ändert das Magnetfeld der Erde und das wiederum wirkt sich auf uns aus. Also alles spielt eine Rolle und die Geburt spielt eine besondere Rolle. Reden wir auch noch über Geburt und Sterben. Und es ist da sogar wiederum, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich das euch erzähle, das lässt sich wiederum mit den Erkenntnissen, ja, sogar eigentlich verifizieren, warum das so ist. Ja, jetzt muss ich aber noch was ganz Schräges sagen, ja. Aber wir reden sowieso über die Themen. Also ich finde, es ist jetzt egal, ob ich mache das jetzt nicht so, dass ich da sachte herangehe in der Einführung, sondern ich mache jetzt vorher noch ein kurzes Abschweifen in die Politik. Ihr alle kennt ja Trust the Plan. Also gestern die Katharine Turner hat ja auch viel drüber gesprochen, wurde auch drüber diskutiert. Also Trump, Putin und angeblich auch Xi. Also soviel ich weiß, stimmt es auch, dass der dabei ist. Und ich habe schon, glaube 2014, 2015 oder so, habe ich schon in vielen Quellen gelesen, dass der Putin angeblich ein sogenanntes Walk-in ist. Für die, die mich Begriff nichts anfangen können, also so ein Walk-in, im Prinzip kann man es übersetzen mit hineingehen, so eine Art auswechseln. Früher hat man gesagt, ja, da wurde dann die Seele ausgewechselt. Immer wenn ich Seele sage, denkt euch bitte optisch das unter Anführungszeichen, ja, weil den Begriff Seele, den werde ich auch heute noch erklären und definieren aus meiner Sichtweise. Aber unter Seele versteht man ja auch in der Lyrik und in der Philosophie was und deswegen finde ich den Begriff auch hier gut zu verwenden. Also zurückzukommen auf den Putin, der wurde 2012 bei einem Ereignis, da ist angeblich auch ein riesengroßes UFO aufgetaucht. Und ich war damals bei sehr vielen Kongressen, bin mir sogar ziemlich sicher, dass da der Klaus dabei war und aufgenommen hat. Ja, bin mir sogar ganz sicher. Und da wurde das auch verbreitet. Und wie gesagt, die Menschen, die ich kennengelernt habe, und ich nehme an, viele von euch waren ja auch schon auf vielen Kongressen und Seminaren und kennen diese Leute, diese Truther und Aufklärer, das sind ja sehr viele davon. Also sind alle in gewissem Sinne sehr seriös und sehr gebildet. Also sind ja viele Wissenschaftler darunter, die ja nicht einfach irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen.
wie man bei den UFOs jetzt sieht, die jetzt gezielt freigegeben werden, die Informationen. Und mir persönlich ist aufgefallen, dass Putin, also nach meinen Beobachten, vor 2012 und das, was ich halt von ihm gesehen habe, ich sage es mal unter Anführungszeichen, ein anderer Mensch war. Ich führe hier gleich mal den Begriff Existenz ein. Das ist für mich momentan mein Wort, das ich verwende für das, was wir sind, Körper, Geist, Seele zusammengefasst, einfach als Existenz zu bezeichnen, unabhängig, wo wir leben, in welcher Dimension und so weiter. Weil Wesen hört sich irgendwie so auch ein bisschen seltsam an, verwende ich den Begriff Existenz. Also mit anderen Worten, er hat die Existenz gewechselt, aber den Körper beibehalten. Und das heißt jetzt nicht, das muss ich noch dazu sagen, dass bei so einem Walk-in jetzt diese Seele jetzt wieder unter Anführungszeichen da drin ist und sagt, ja, also ich komme jetzt von den Plejaden und gebe mich jetzt als Putin aus und ich mache jetzt die Welt gut. Sondern auch hier, es ist so quasi eine Art Geburt, wo jetzt zwar diese ganze Ebene, also Katharina hat ja gestern von dem Torus gesprochen, so können wir uns das auch immer vorstellen, ja, wir sind ja Energiekörper, Schwingungskörper, also in dem Torus, nur haben wir halt leider sehr wenig Zugang, beziehungsweise so gut wie keinen Zugang zu unserem höheren Bewusstsein im Normal, und das ist natürlich bei einem Walk-in dann auch nicht anders. Das heißt also, auch da ist es immer davon abhängig, wie ist der Grad des Aufwachens oder wer unterstützt diesen Menschen, dem sowas wird es. Und ja, warum komme ich drauf? Weil ich mir das vor kurzem beim Trump auch gedacht habe, das geprüft habe, wie ich sowas prüfe, das werde ich heute auch noch erzählen und eigentlich die Antwort bekommen habe, dass es beim Trump auch ein Walk-in war. Habe jetzt aber nicht weiter geforscht, wann das gewesen sein soll. Aber ich habe in einer der Telegram-Gruppen oder in mehreren, das wurde dann auch verbreitet, war sehr klar dargestellt mit Quellenangaben und auch ordentlich recherchiert, dass Trump effektiv früher also ein Angehöriger des Deep State war. Habe ich auch schon mit ein paar Freunden, möchte ich fast sagen, Freundinnen darüber geredet. Die sind dann wieder ein bisschen anderer Meinung. Weil sie sagen, auch früher hat er schon so ein aufgeschlossenes, liebevolles Wesen und so weiter. Mag schon sein, aber wir wissen ja alle, ab einem gewissen Geldbetrag geht es gar nicht anders, als dem Deep State anzugehören, weil sonst bekommt man diesen Geldbetrag nicht. Das ist nicht möglich. Ja. So ist die Welt geschaffen und das heißt jetzt nicht, dass es Ausnahmen gibt. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Aussage, finde ich. Also für mich erscheint es irgendwo nachvollziehbar. Und wie gesagt, meine Quelle hat das auch bestätigt. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Und jetzt kommt eben das Schräge. Weil ich bin selbst meine Existenz ist selber durch ein Walk-in zustande gekommen. Das ist ganz seltsam gewesen. Ich habe mein ganzes Leben lang immer nur bis zu einem bestimmten Moment meiner Kindheit erinnern können. Auch oft davon geträumt. Und ich habe mich immer im Bett, Gitterbett stehen sehen. Ja, ich war damals schon so, musste ins Gitterbett eingesperrt werden. Und sehe mich irgendwie, das Gefühl kann ich noch nachvollziehen, dieser Fassungslosigkeit. Ich weiß nicht warum, ja, weil ich Kind, also mit so knapp 5 Jahren, ich kann mich einfach an den Moment erinnern und davor ist nichts, ist einfach nichts. Und 2016 habe ich das herausgefunden oder 2015, kann ich mich noch so erinnern. Und das hat für mich das alles Sinn ergeben. Und das schicke ich jetzt auch deswegen voraus, weil das nämlich mit meinem Geburtshoroskop zu tun hat, weil mein Geburtshoroskop ist der 5.7.60, ja, obwohl ich da erst knapp, also es war 3 Tage vor meinem
körperlichen Geburtstag. Weil ich hatte vorher das Horoskop gemacht von meinem normalen Geburtstag und habe immer irgendwie gewundert, ja, das hat einfach nicht so gepasst. Weil normalerweise, ich habe so viele Horoskope, also nicht ich, das gibt es ja diesen wunderbaren Kössner Verlag, Maya.at kann ich nur jedem empfehlen, ja, und Herr Kössner und sein Sohn, fantastische Menschen, ja, so sagt der Trump, glaube ich, immer so, ja, wirklich fantastische Menschen, also da werde ich auch nochmal, wenn wir dann bei den Mayas sind, darüber reden. Und dort gibt es diese Berechnung, und ja, wo ich dann eingegeben habe, 5.7.60, ist mir alles klar geworden. Und damit greife ich jetzt schon etwas voraus. Ich fange dann, ich versuche im Schnelldurchgang meine Biografie zu machen, dass wir dann eine Pause machen können. Dem auch von dieser Seite her gesehen, also von meinem Horoskop her gesehen, warum ich das mache. Ja, jetzt lese ich es euch kurz vor. Das heißt, also ich bin Kin 38, weißer kristaller Spiegel. Die Überschrift ist, in unseren dichten Welten reflektieren sich alle Schöpfungsimpulse. Damit kann ich mich in den Wirkwelten erkennen. Meine Welt ist mein Spiegel. Weitere Überschrift, Reflexionen schaffen ganzheitliche Erkenntnis. Ordnungskräfte wirken. Wo ich es heute nochmal durchgelesen habe, wir lachen müssen, ja, mit der Ordnung, ja. Aber es kommt eben alles zusammen. Jetzt kommt es noch besser. Dann ist die Zusammenfassung weißer kristaller Spiegel. Ich widme zu reflektieren. Ordnung allumfassend. Ich präge das Grundmuster der Endlosigkeit mit dem kristallen Ton der Zusammenarbeit. Ich bin geführt durch die Kraft des Herzens. Und dann geht's weiter. Der weiße kristalle Spiegel vollzieht auf Ton 12 mit Etznap. Das heißt, auf Deutsch ist das der Feuerstein. Den inneren Abschluss in der Handwelle, der Schöpfer sieht's und freut sich, ist wohl der einfachste Satz dazu. In der Erkenntnis, in der Selbsterkenntnis, wer nun dieses individuelle Souverän ist, erreicht das Programmthema seinen inneren Abschluss. In die wunderbare Sicherheit des klaren Durchblickes mündet das individuelle Schöpfungsprogramm. Etznap lässt Erkenntnis zu. An allem sich gespiegelt zu sehen, bringt für den schöpferisch Aktiven Informationen über die Qualität seiner Schöpfungen. Das ist der Frequenzcode von Etznap. Der Mensch ist ein direkter Aspekt der Quelle, jener Gottheit, die wir nicht interpretieren können. Für Handwellenbezogene heißt das, dass die Spiegelenergie von Etznap immer wieder auftauchen und den jeweiligen Zustand schonungslos aufzeigen wird, für jeden ganz persönlich in seinem eigenen großen Individualprogramm. Ja, so viel zu meinem Geburtshoroskop, also meinem echten. Und dann hat mich da fast der Schlag getroffen, weil ich schaue ja jeden Tag, ich habe auch einen Kanal in Telegram, heißt Meier Horoskope, könnt ihr auch gerne reinkommen, ist jetzt allerdings, glaube ich, ein privater Kanal, aber per Einladung ist ja kein Problem. Und dann schaue ich eben nach, neugierig wie ich bin, die heutige Tagesenergie. Und ja, das ist Kin 158, es ist der weiße lunarer Spiegel, also voll zutreffend auf mich. Und die heutige Tagesenergie lautet, in den dichten polaren Welten kann ich mich überall spiegeln. Somit habe ich einen Raum zur Entwicklung. Die ganze Welle spielt auf dieser Plattform. Aber es kommt noch besser. Polaritätskräfte weiten die Erkenntnis aus. Ordnung bewirkt Stabilität. Ich polarisiere, um zu reflektieren, Ordnung stabilisierend. Ich präge das Grundmuster der Endlosigkeit mit dem lunaren Ton der Herausforderung. Ich bin geführt durch die Kraft des Herzens. Der Unterschied hier zu meinem eigentlichen Geburtshoroskop ist sehr ähnlich, ist, dass es hier mit dem lunaren Ton ist. Bei mir ist es der kristallene Ton. Und will jetzt nicht alles vorlesen. Vielleicht noch ein Auszug. Alles ist Information, gilt uneingeschränkt und ohne Abstriche. Weil sich jeder Schöpfungsimpuls an allen Formen und Wesenheiten spiegelt, sind die Geschehnisse, die deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als Spiegelungen besonders verbunden. Sie tauchen zum richtigen Zeitpunkt auf und sind entsprechende Hinweise, die es zu erkennen gilt. Also ich sehe in diesen beiden Beschreibungen wirklich mein Leben eigentlich wiedergespiegelt und auch das, was ich jetzt gerade tue.
Die in diese Welle hineingeborenen, das bin ich ja, ruft Etznab am lunaren Ton der Polarität dazu auf, die Eckpfeiler und Überzeugungen des Massenbewusstseins zu überprüfen und mit kristallener Klarheit herauszufinden, was dich und die Erde als Ganzes eingrenzen will. Durch Veränderungen, die du einleitest, kannst du deine Wirklichkeit und damit das größere Ganze in Richtung der Vollendung verändern. Ja, das sind auch Themen, die wir in der letzten Folge ansprechen werden. Ich habe auch, so wie die Lichtarbeiter und viele andere, die was für die Welt getan, ich mit einigen anderen, wir haben auch einiges getan, da werden wir dann in der allerletzten Folge auch drüber reden. So, wieder was zum Weglegen, das ist immer schön, da ist mein Weghaufen. Jetzt zum Weglegen, jetzt kommen wir, ich hoffe, ihr haltet es noch durch. Jetzt kommen wir mal, jetzt fange ich mal an. Ich denke, wir machen dann eine Pause, weil ich habe sowieso gewusst, dass diese Grobeinteilung eher so sein wird, dass der Anfang mehr ausmacht. Ich erzähle euch jetzt mal kurz, also meine Musikpause oder nachher? Ja, ich fange noch an, Klaus. Ja? Also die Frage ist eigentlich, warum ist meine eigene Geschichte, mein Leben überhaupt die Voraussetzung, dass ich jetzt hier bin? Und das mache, ja. Und da kann ich schon mal vorausgreifen zu einer, ich möchte fast sagen, zu einer Banalität, zu einer Plattitüde, ja. Es sind die Erfahrungen. Jeder Mensch ist 100% göttlicher Schöpfer und kann das auch jetzt schon, ja. Aber die Erfahrungen sind das Wesentliche. Weil wenn ich nicht die Erfahrung habe, in mir die Sicherheit zu haben, ich kann das, dann nutzt mir die ganze Kenntnis und die ganze Technik nichts. Also das ist, glaube ich, verständlich. Und da ich schon, bin ja auch schon über 60, fühle mich allerdings wie 33. 33 hat auch besondere Bewandtnis bei mir. Und ich denke, dass ich viele Erfahrungen habe und gerade die Erfahrungen mit Gefängnis und viele andere auch negative Erfahrungen, jetzt negativ unter Anführungszeichen, weil für mich war jede Erfahrung positiv, die sind einfach wichtig und kein Mensch kann sich dem entziehen. Also es geht darum, eben eigentlich um Proaktivität. Passivität bringt einen niemals weiter. So wie zum Beispiel nur irgendwas auswendig lernen. Also ich fange einfach jetzt mal mittendrin an, nämlich bei meinem Studium. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen bei meinem Studium. Ich bin geborener Österreicher, das muss ich doch noch kurz erzählen. Ich bin geborener Österreicher. Und als ich 3 Monate alt war, also meine Mutter und mein Vater, und ich habe noch eine Schwester, die knapp 2 Jahre älter ist, die sind nach Stuttgart gezogen, weil mein Vater war Kulturtechniker und war Projektleiter bei der Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart. Und nachdem ich 3 Monate alt war, ist er von einem Auto überfahren worden auf der Baustelle. Ja, ganz eine mysteriöse Geschichte auch. Und meine Mutter ist dann hier geblieben und ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Bin also ein echter Schwab auch geworden. Ja. Und mit 16 Jahren, das war dann zwar hin und her, ist meine Mutter wieder nach Österreich gegangen und ich mit. Und dann war ich bis 2011, also relativ lange, mehr oder weniger ständig in Österreich, und 2011 bin ich dann mit meiner Familie wieder nach Deutschland gezogen. Und die meiste Zeit, muss ich überlegen, ich sage es einfach so, weil ich so empfinde, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Wien gelebt. Ich liebe Wien, die schönste Stadt und lebenswerteste Stadt der Welt. Natürlich nur für Menschen, die Städte lieben. Viele sind ja eher nicht so sehr stadtbezogen. Ich eigentlich auch nicht. Leben möchte ich nicht in der Stadt, sondern nur in der Natur, am Land und so weiter. Hatte ich auch alles gemacht. Aber dort habe ich studiert. Das war sehr schön. Ich habe Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so damals, wann bin ich fertig geworden? 1985. Das war damals so ein richtiges Studium, aber schon sehr technisch auch. Ja, also man ist sehr eingedrungen in Wassertechnik, Abwassertechnik, aber auch Siedlungswasserbau. Also ich habe alles gelernt. Ich könnte sogar Autobahnen bauen, Brücken bauen. Also es war ziemlich umfangreich, aber es war auch viel dabei. Biologie,
Und natürlich Pflanzenkunde, Boden und so ist sowieso klar. Also es war sehr, sehr interdisziplinär und hat mir viel Freude gemacht. Ich habe noch verschiedene andere Sachen studiert. Ich habe angefangen mit technischer Chemie. Das war so grauenhaft, die Mathematik. Das habe ich nicht durchgehalten. Ich habe Psychologie auch ein paar Semester studiert. Dann Wirtschaftswissenschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, auch auf der Wirtschaftsuniversität Wien habe ich ein paar Jahre gemacht. Aber eigentlich alles mehr so aus, ja, aus Neugierde. Ja? Also ich bin einfach immer neugierig und mich interessieren die Dinge. Und das Studium habe ich allerdings meine Frau vorher gefragt, ob sie damit einverstanden ist, weil wir mussten natürlich auch damals auf die Finanzen schauen. Habe ich dann ein Jahr unterbrochen, weil ich angefangen habe zu programmieren. Weiß mich nicht, welcher Teufel, aha, das ist, hat jetzt ganz andere Bedeutung, damals habe ich es ja noch nicht so gesehen, welcher Teufel mich damals geritten hat, aber ich habe damals so solche ersten kleinen Computer, die Sinclair und so weiter, manche werden das vielleicht sogar noch kennen, ja. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, weil ich habe das bei meinem Studium verwendet. Ich habe eigentlich die ganzen Rechenarbeiten und so weiter schon damals versucht, da umzusetzen. Und habe dann angefangen, tief einzudringen in die Materie, und zwar in Maschinensprache. Also die sich mit EDV auskennen, wissen ja, was das bedeutet. Also das ist die Sprache, die die CPU, Central Process Unit, also der Kern des Computers versteht mit Befehlen. Und da sind natürlich ganz andere Algorithmen anzuwenden. War natürlich perfekt im Binärsystem, im Hexadezimalsystem, und habe Strukturen und Algorithmen entwickelt und habe ein Programm gemacht, ein Betriebssystem, das, wenn ich im Deep State gewesen wäre, das muss ich jetzt wieder anführen, sind wieder die Zusammenhänge, gäbe es heute kein Microsoft, also kein Windows. Dann gäbe es heute vielleicht schon Microsoft, weil Microsoft war ja, so viel ich die Geschichte kenne von Deep State, ja, so wie Facebook und die anderen Sachen, ja alles vorgesehen. Aber dann hätten die ihr Betriebssystem und müssten sich nicht herumärgern mit ständig abstürzenden Betriebssystemen und Fehlern und so weiter. Also ich habe die ganze Geschichte auch während meines Studiums und dann später, als ich selbstständig war, ich bin mit Computern aufgewachsen und mit Software. Und das betone ich deswegen, weil wir ja hier in dieser Welt immer wieder diese Vorgabe des gewünschten Transhumanismus haben und dann diese Gefahr der KI. Und darüber weiß ich einiges Bescheid. Denn, ja, ich muss noch dazu sagen, dieses Programm ist europaweit verkauft worden. War ein Riesenhit. Ich habe auch damals in vielen Zeitschriften geschrieben, Chip, CT, und werden sicher einige kennen. War gern war gefragter Autor. Aber Geld habe ich so gut wie keins dafür gesehen. Ja, da hat schon angefangen zu zeigen, wie das System mit einem umspringt, wenn man nicht vorher schon vorgesehen war für gewisse Dinge. Kaum war ich selbstständig, ich habe ein halbes Jahr gearbeitet in einer Unternehmensberatung und natürlich kaum war ich dort, habe ich mir gedacht, ich kann das besser und habe mich selbstständig gemacht mit zwei GmbHs in Wien. Habe auch hier schon dieses gefunden werden gehabt, diese Synchronizitäten, hatte dort im Cottage-Viertel ein wunderbares Büro, ja, das kann man wie groß, 300 Quadratmeter oder so, mit altem Holz und so weiter, von einer alten Dame, der ich so sympathisch war, dass sie mir das für, ja, ich weiß nicht, ich glaube 1000, 2000 Schilling hat das damals gekostet, also nichts, kann man sagen, ja. Und wenn wir mal kein Geld für die Miete hatten, war es auch kein Problem, was natürlich vorgekommen ist. Und da habe ich schon, ich weiß nicht, ich habe immer den Hang zur Ökologie gehabt, deswegen hat die Firma geheißen Symbios, Gesellschaft für, ich weiß nicht einmal mehr, wie es geheißen hat, Gesellschaft für umweltorientierte EDV mit beschränkter Haftung, genauso hat es geheißen. Und eine Tochtergesellschaft, die hat aber hauptsächlich die Dinge gemacht, namens Aquasystem, das deutet schon darauf hin, da haben wir Software entwickelt, mit Physikern und so weiter für Wasser- und Abwassertechnik im Bereich Hydraulik. Warum erzähle ich das jetzt so ausführlich? Weil wir in dieser Firma, natürlich war auch die Frage, wie wir Geld bekommen,
Wir haben Programme vertrieben von einem Schweizer, der hat Simulationsprogramme gehabt. Das war weltweit einmalig für Belebtschlammkläranlagen. Und wir haben zusammengearbeitet mit allen Unis und technischen Hochschulen in Europa und auch mit vielen deutschen Firmen. Und ich hatte die Idee, wahnsinnig wie ich heute noch bin, ja, hatte natürlich die Idee, was ganz was Besonderes zu machen und bin auf die Idee gekommen, ein Expertensystem zu machen, was damals noch nicht so einfach war. Jetzt in der Rückschau gesehen, finde ich es wunderbar, weil ich habe damals viele tolle Menschen kennengelernt auf den Unis, ja, die heute sehr, immer noch sehr bekannt sind. Mir fallen jetzt nur leider überhaupt keine Namen ein, ja. Professoren von der Uni, die Koryphäen sind auf dem Gebiet von KI. Und wir haben mit denen gemeinsam alle eben ein Expertensystem entwickelt. Also meine Struktur war das, meine Idee für Kläranlagen. Also für die Bedienung von Kläranlagen, Hilfestellung kann man so sagen. Und da habe ich wirklich, wirklich sehr viel Erfahrungen sammeln können mit KI. Bin tief eingedrungen, damals schon in Deep Learning, also man hat es damals noch nicht so genannt, also neuronale Netze, und habe auch so Sachen kennengelernt wie Fuzzy Logic. Das hört man heute eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendjemand das was sagt, würde mich interessieren in der Diskussion, ob das jemand kennt. Das heißt nichts anderes als unscharfe Logik. Da gab es eine Firma, leihweise weder den Namen noch der, wie der CEO geheißen hat, kann mich nicht mehr erinnern, in Aachen. Irgendwas mit von hat er geheißen. Ja. Altrock, jetzt weiß ich wieder, von Altrock hat er geheißen. Die haben hier ein geniales Programm entwickelt, mit dem man sozusagen unscharfes Denken, ja, also menschliches Denken abbilden konnte. Ja. Das hat gar nichts mit KI zu tun, das ist eigentlich nur eine statistische Sache. Aber da kann man so sagen, wie mehr oder weniger, und es ist höchstwahrscheinlich, dass man jetzt nach rechts lenken muss, wenn da eine Mauer links kommt. Und so konnte man programmieren. Also das hat natürlich enorme Erleichterung gebracht. So, jetzt schließe ich das aber ab. Also wir haben das System fertig gemacht. Das hat Klecks geheißen, also mit X geschrieben. Und das heißt nichts anderes als Kläranlagen-Expertensystem. Und wer das mal googelt, wird es vermutlich finden. Weil das war ein EU-Projekt, ist minimal gefördert worden und ja, ist fertiggestellt worden als EU-Gemeinschaftsprojekt eben. Heute hat es keine Bedeutung mehr. Ja. Und ich habe natürlich nicht nur Erfahrung sammeln können mit vielen Wissenschaftlern, sondern auch natürlich mit Politikern. Wir waren natürlich auf vielen Kongressen, ist übrigens auch im Fernsehen vorgestellt worden alles, ja. Ich war auf vielen Kongressen und ich habe viele Politiker kennengelernt. Also deswegen rede ich von Erfahrung. Ja. Wir waren das einzige Unternehmen damals, das vom Umweltministerium, glaube ich, 100.000 Schilling ist ja in Euro eigentlich nur ein Trostpflaster. Ja. Damals war es natürlich schon noch was wert, 100.000 Schilling als verlorenen Zuschuss bekommen haben. Ja. Das war schon eine Auszeichnung, muss ich sagen. Weniger finanziell, aber halt hat uns geholfen, auch natürlich im Marketing. Und ich war sogar einmal sogar einmal Öko-Unternehmer des Jahres, eben wegen diesem Projekt. So, die Firmen sind beide Konkurs gegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum? Weil das Geld nicht gereicht hat. Wir hatten eine Verlustbeteiligung. Und zwar, und das ist so genial, wenn ich das euch erzähle, ja, unser Steuerberater war ehemaliger Finanzminister von Österreich, Starrybacher. Wir werden einige noch kennen, ja. Ich denke, bei dem ist auch vieles rausgekommen. Und der hat dermaßen viele Steuertricks gekannt. Ja, also es war hochinteressant, was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Nachdem diese Unternehmen eben geschlossen werden mussten, nachdem wir eine großartige Vorstellung hatten von Klecks, also das durften wir noch machen, ja, da hat man noch so viel Geld. Heute hätte ich das Unternehmen nicht geschlossen, ja, das war dumm, das war eine absolute Verschwendung von Ressourcen, aber mein damaliger Prokurist, der das Wirtschaftliche gemacht hat, der hat mich dazu gebracht, heute weiß ich warum, ja, weil er sich Haus gebaut hat und 6 Monate oder 12 Monate sogar eher das Gehalt weiterbekommen hat vom Staat, das war damals noch so, ja. Meine Mitarbeiter auch, also würde ich heute nie mehr machen, ja, weil diese menschlichen
Ressourcen, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, ja, aber das war so wertvoll, ja, das Potenzial, das da noch hätte geschöpft werden können. Das ist schade, ja. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir nach Niederösterreich gezogen sind. Wir haben uns dort ein Haus gekauft, also gekauft natürlich mit der Bank, ja. Was gleich darauf hindeutet, dass wir es auch irgendwann wieder mal verloren haben durch die Bank, ja. Aber mit ein paar Erbschaften und so weiter haben wir halt das machen können und herrichten können. Das war ein Wahnsinnshaus. Das hatte pro Fläche, das war früher Büro, hatte das 300 Quadratmeter. Also wir hatten fast 1000 Quadratmeter mit dem Keller, 1000 Quadratmeter und haben dann noch das Dachgeschoss ausgebaut. Das Ganze deswegen, weil meine Frau war Ärztin und damals ziemlich alternativ noch unterwegs. Und wir haben dort ein Therapiezentrum aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man das im Internet noch findet, wahrscheinlich nicht. Das hat Therapiezentrum Angeln geheißen. Und wir haben dort vor allem Blutegeltherapie gemacht. Ja, tolle Zeit. Und da habe ich viel gemacht. Und auch mit Blutegeln. Ich liebe diese wunderbaren Tiere, die einem so helfen. Ja. Und habe auch Methoden damals entwickelt. Hat mir auch Spaß gemacht, eben, wie man die halten kann und vor allem eine Methode, dass man sie nicht töten muss. Ja. Da sind wir auch natürlich bestraft worden, weil wir hätten sie grausam töten müssen, was wir nicht getan haben. Ich habe sie ausgesetzt in der Au und so weiter. Ja. Naja, die üblichen Dinge halt. In der Zeit habe ich weitergearbeitet, habe gegen Siemens gewonnen, eine Ausschreibung beim Land Oberösterreich. Das habe ich eigentlich vor allem nur deswegen gemacht, weil ich Geld gebraucht habe und die Bank mir nur Geld gegeben hätte, wenn ich das gewonnen hätte. Wir waren immer natürlich in Finanznot. So ist ja unser Leben in diesem System normalerweise. Und ja, da habe ich natürlich sehr viel versprochen, was normalerweise so ein 20-köpfiges Softwareentwicklerteam macht. Das habe ich alleine gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich den Auftrag bekommen habe, habe ich noch nicht einmal gewusst, wie wir das umsetzen. Ja, habe mir natürlich dann da versucht, ein paar Leute zu holen, eher jüngere Studenten und so weiter, die gut programmieren können und Lösungen. Habe dann auch einen gehabt, den habe ich auch werksvertragsmäßig angestellt. Und da ging es im Prinzip um umfangreiche Datenbanken, die auf jeder Kläranlage stehen und dann mit dem Land abgeglichen werden sollten. Also eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Sache. Da habe ich 2 oder 3 Jahre dran gearbeitet. Allein das Handbuch, das für die Kläranlage hat 400 Seiten gehabt, ja, A4 Seiten. Aber was ich sagen will, ist, irgendwann ist das nicht mehr so gegangen, wie ich wollte. Und mein Informatiker, der hat einfach keine Lösung gefunden. Der ist einfach nicht weitergekommen. Ich wollte halt, dass man unbeschränkt jede Kläranlage der andere Größe, die eine braucht, hat 100 Spalten in einer Tabelle und die andere hat 1000 und die andere nur 3. Ja. Und der hat das nicht hingebracht und war schon ganz wütend. Und dann ist er gegangen. Und dann bin ich da gesessen und habe mir das selbst beigebracht. Also ich habe dann angefangen, in Access zu programmieren und mir SQL und die ganzen Sachen beizubringen und habe das gelöst. Ja. Also ich erzähle das ja deswegen, weil ich damals schon, obwohl ich diesen wunderbaren Ausspruch von Andreas Ackermann oder dieses Akronym nicht gekannt habe, das muss ich immer wieder erwähnen, NIPSILT, das hört sich so komisch an, aber deswegen kann man sich's merken, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Also ich habe immer lösungsorientiert gearbeitet und vor allem auch immer Durchhaltevermögen gehabt. Ja. Einen Mangel, den ich sicher heute noch habe, das ist, dass ich einfach perfekt die Dinge machen will. Ich will es ja gar nicht, weil ich weiß, dass das Dummheit ist. Es gibt nichts Perfektes. Der ganze Kosmos ist gar nicht auf Perfektion in diesem Sinne ausgerichtet. Also das ist, weil das letzte Prozent der Perfektion kostet 90% der Zeit. Also daher ist es allein schon mal sinnlos. Ja. Aber ich habe halt Durchhaltevermögen gelernt und nicht aufzugeben. Und weil ich den Dingen immer auf den Grund gehen will. Und da bin ich drauf gekommen, und das führt mich eben darum, warum ich das so ausführlich sage, dass es auch da eigentlich ganz einfache Lösungen gegeben hat. Aber es bleibt einem nicht erspart, in der EDV ist es natürlich besonders anstrengend und heftig, ja, es bleibt einem nicht erspart, erst die Sachen zu verstehen und da durchzudringen,
Aber wenn man dann durchgedrungen ist, wie beim Studium, ja, am Anfang denkt man es leicht und dann muss man so viel lernen, dann denkt man, das ist unmöglich. Und wenn man dann durch ist, denkt man wieder, das ist leicht. Man muss da durch. Und ja, und das, was ich euch in den 7 Folgen erzähle, da bin ich eben auch sehr weit durchgekommen. Und jetzt würde ich sagen, bevor ich weitermache, es ist nicht mehr so lang, jetzt kommt dann der nächste Gefängnisteil, würde ich sagen, machen wir eine Pause. Jetzt muss ich mal mein Telefon einschalten. Ich muss noch dazu sagen, ich entschuldige mich dafür, dass wir heute vielleicht ein bisschen einen schlechteren, dass ihr mich ein bisschen dumpfer hört. In der Aufzeichnung ist es weg, das habe ich gestern schon festgestellt. Aber bei uns fällt öfter das WLAN aus. Ich habe hier keinen direkten Anschluss und deswegen wollte ich den PC nicht verwenden, wo ich hätte ein besseres Mikro und Kopfhörer verwenden können. Deswegen mache ich alles am Handy und habe dann nur Bluetooth-Headset. Aber ich denke, ich bin ja verständlich genug. Können Sie mir ja dann beantworten. Sicher, Arnulf. Welches soll... Ja, vielen Dank. Also, wo bin ich stehen geblieben bei meiner... langen Biografie. Jetzt werde ich schauen, dass ich das in einer halben Stunde fertig bringe, weil dann geht es sich eigentlich planmäßig in meiner Grobeinteilung ganz gut aus. Ich muss mal öfter auch mal drauf schauen, dass ich nicht übersehe was. Also, wo sind wir stehen geblieben? Als ich dann dort, als wir dann dort gelebt haben, in unserem Haus dort in Angern an der March, falls es jemand interessiert, ist schon ziemlich weit draußen im Weinviertel, aber sehr schön da fließt eben die March, ja, mit einem riesigen Auengebiet, und das war wirklich sehr schön dort. Jetzt muss ich schauen, wie ich da jetzt weitermache. Ja, also dort, mein Erwachen ging sehr langsam, ja. Ich bin also so gesehen eigentlich eher, sicher sind da viele schon viel länger dran, eher ein bisschen als Spätzünder. Ich bin natürlich auch durch mein Interesse und durch das, dass ich eigentlich jede Art von Wissenschaft, ich bezeichne es halt immer als Wissenschaft, ja, von Wissen eher, ja, Astrophysik bis Zellbiologie, Philosophie, Mathematik, alles interessiert mich einfach, bin ich dann draufgekommen. Das heißt, nein, vorher ist eigentlich das bisher erste groß negative Ereignis in meinem Leben eingetreten, beziehungsweise in unserem Leben, weil wir haben das Haus verloren, hat uns die Bank wieder weggenommen. Und den Hintergrund will ich jetzt nicht sagen, warum, ja, aber es ist halt passiert. Es hatte nichts mit den Finanzen zu tun, sondern es hatte was mit unserer Arbeit im Therapiezentrum zu tun. Das war zu alternativ, es wurde nicht geduldet, wurde verboten irgendwie. Ja. Und dann war am nächsten Tag die Bank da und seltsamerweise wurde ich in Konkurs geschickt, obwohl ich damit gar nichts zu tun hatte, aber war halt so. Und ja, dann standen wir davor, dass also das Haus versteigert wird, so quasi ja 5 Minuten vor der Versteigerung. Habe ich dann die Lösung gehabt. Bei mir kommen auch die Lösungen und meistens die Erkenntnisse erst ganz am Schluss. Ja, und das ist auch so, wie ich meine Arbeit mache, auch was ich hier vorbereitet habe. Es geht nicht anders, als dass ich dann die Nacht vorher, also heute habe ich eh schon 5 Stunden geschlafen, aber dass ich vorher erst das wirklich Wesentliche dann zusammenbringe auf den Punkt. Und so war es damals auch. Und ich habe eine Lösung gefunden. Ein ehemaliger Schulfreund hat das Haus gekauft. Wir haben das klar gemacht, dass das eine gute Sache ist. Und dann sind wir noch weitere 3 Jahre da drin geblieben. Und ja, der Freund hat sich aber irgendwie herausgestellt, es war wirklich ein Freund. Der war Schulkollege von uns im Gymnasium, wo ich im Welsen-Gymnasium war, wo ich auch damals meine Frau kennengelernt habe. Und ich denke nach wie vor, war mir das irgendwie auf ewig böse, dass ich sozusagen mit ihr dann zusammen war und nicht er, weil er war ziemlich stark auch in sie verliebt. Und jedenfalls hat er uns dann rausgeschmissen, auf eine Art und Weise, ja, also, dass wir nicht mal Sachen mitnehmen konnten. Also, das sind Dinge dann passiert, auch dann auf rechtlicher Seite, ja, wir wurden nicht aufgeklärt und wir konnten also nicht mehr an unsere eigenen Sachen ran. Das war so schlimm am Anfang, dass sogar
Wir hatten drei Katzen, dass wir nicht einmal die Katzen mitnehmen konnten und so weiter. Und da haben sich Sachen abgespielt. Ja. Ich habe dann nachher mit meinem Sohn, ich bin nicht gut überlegen, wie alt war der da? Ja, da war er, jetzt ist er 20. Naja, da war er halt so. Wann war das? Das war 2006 oder so muss das gewesen sein. Ja, da war so unter 10 noch. Ja, das verwirrt sich jetzt gerade ein bisschen in meinem Kopf, spielt auch keine so Rolle. Auf jeden Fall bin ich dann in das eigene, unter Anführungszeichen, Haus ungefähr 50 Mal eingebrochen in der Nacht. Und wir haben dort unsere Sachen geräumt, weil sie uns nicht erlaubt haben. Das war uns verboten. Ja, wurde auch polizeilich überwacht, weil sie uns nicht erlaubt haben, dass wir für den Umzug, den wir natürlich machen mussten, ja, die Sachen selber sozusagen zusammenstellen. Die Problematik war ja die, wenn das Fremde machen, ja, jeder, der schon mal Zwangsvollstreckung gehabt hat oder kennt bei anderen, der weiß ja, wie das läuft bei einem Umzug dann. Und beim 1000 Quadratmeter Haus, ja, es war ja nicht möglich, alles mitzunehmen, das war schon finanziell nicht machbar. Wir mussten dann raus und sind dann noch weiter weg, noch tiefer nach Niederösterreich reingekommen und haben dort bei einer Freundin von meiner Frau in einer Wohnung gelebt, wo der Schimmel an den Wänden war, wo es keine Türen gab. Also es gab eine einzige Tür, die war am WC, wenigstens da gab es eine Tür. Und haben wir dann, weiß ich nicht, ein halbes oder dreiviertel Jahr gelebt, bevor wir dann nach Deutschland umgezogen sind. Ja. Und während der ganzen Zeit habe ich immer wieder mir meinen Zutritt in das Haus verschafft. Also da haben sich Sachen, aber ich würde, das wäre allein wert, ein Buch allein über das zu schreiben. Und in der Zeit, vor allem dort dann, war ich schon intensiv dran mit einer, unter Anführungszeichen, Freundin, Dinge zusammenzumachen im Bereich ja Aufklärung, aber da ging es mehr eben um Finanzen, um wie werde ich reich und so weiter. Also ziemlich monetär orientiert. Und da bin ich über Ausbildung, die ich gemacht habe. Wir hatten einen sehr guten Ausbildner, der sehr auch spirituell war. Der hatte, glaube ich, sogar Theologie auch studiert, unter anderem Theologie. Und der hat Partnerausbildung und so Sachen gemacht. Der hat uns dann hingeführt zu Napoleon Hill. Ich weiß nicht, wer von euch der Name was sagt, Napoleon Hill. Da gibt es ein wunderbares Buch, das habe ich hier auch in meinen Quellen. Think and Grow Rich. In Deutsch heißt es irgendwie anders. So Gedanken. Also das Ergebnis auf jeden Fall Gedanken manifestieren. Da bin ich zum ersten Mal so richtig an dieses Thema gekommen. Und von ihm stammt auch ein Zitat von einem gewissen Kevin Schwanz. Das muss ich leider auch immer erzählen. Habe ich, glaube ich, gestern auch schon erzählt. Das heißt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Das hat mich so angesprochen, das war sofort in meinem Herz drin, weil das ist genau das, wie ich Arbeit sehe. Ich meine, ich verwende den Begriff Arbeit gar nicht mehr, sondern alles, was ich tue, ist einfach nur leben, freudig leben. Und auch die Tiefen hinnehmen und in gewisser Weise auch genießen, ja, weil man kann alles genießen, dazu sind wir ja hier auf der Welt. Ja, also das war damals schon, damals habe ich so immer das Beispiel gebracht, wenn ich anderen das erzählt habe, also ich bin in ein tiefes. Kannst du ein bisschen näher ins Mikrofon kommen? Okay, ist es so besser? Ich hoffe, wir haben gerade eine Meldung bekommen aus dem Zuhörerraum. Okay, dann das kann sein, dass sich das Kabel ein bisschen verlegt hat von meinem Bluetooth-Handy. Ich habe nichts geändert, ja. Ist besser jetzt? Ich verstehe dich ganz gut, aber vielleicht nochmal die Lautsprecher ein bisschen lauter drehen für draußen nochmal. In der Aufnahme wird das alles gut zu hören sein. Okay. Ja, also wie gesagt, das waren meine Hinweise auf Gedanken materialisieren. Da habe ich sehr viel gelernt und ich habe dann relativ bald angefangen, also ich überspringe das jetzt, ich habe dann irgendwann mit ihr gemeinsam ein paar Akademien gegründet. Die hat natürlich geheißen Napoleon Hill Akademie. Und Vereine gemacht und so weiter und habe dann auch in der Zeit, bin mir nicht sicher, ob es in der Zeit war oder später, auch zum Beispiel Seminare besucht beim Alexander Wagand. Der macht ja diese Seminare über die Vereine und habe da selber Modelle entwickelt, wie man mit einem Verein in diesem System sehr, sehr gut leben kann.
Und vor allem nicht mehr so leicht oder überhaupt nicht mehr enteignet werden kann. Denn mit Gewalt geht immer alles. Habe ich selbst im eigenen Leib erspürt. Aber es sind diese relativ große Sicherheiten, weil es ist ja die ganze Welt aus Vereinen aufgebaut. Die Kirche, alles, das meiste, weiß man nur gar nicht. Ja, es sind alles nur private Vereine. Gar keine Firmen in diesem Sinne. Also Vereine sind ja auch juristische Personen. Und wir haben dort angefangen, eben selbst Ausbildung zu machen. Eben Seminare auf Basis von dem Wissen von Napoleon Hill. Da ging es sehr viel schon um das Unterbewusstsein, mit dem wir uns intensiv beschäftigt. Und da habe ich Webinare gemacht. Also insofern ist das, was ich heute mache, also auch nichts anderes als damals die Webinare, weil Webinar ist ja im Prinzip auch sowas wie ein Livestream, halt mit begrenzter Anzahl von Teilnehmern, die eingeladen werden müssen. Da habe ich sehr viele Webinare gemacht und selbstverständlich auch damals nie einen Cent für irgendwas verlangt, weil das ist auch heute noch so, das kann ich nicht. Ja. Das widerspricht einfach meinem Inneren. Und ich habe damals viele Sachen gemacht. Ich bin auch in Multilevel-Marketing eingestiegen und heute weiß ich, er hat ja alles einen Sinn gehabt. Ich war bei Live Waves, hat das, glaube ich, geheißen, unter anderem. Das sind diese Photonenpflaster, wenn das jemand von euch kennt. Ja, da müsste ich sogar noch die ganzen Accounts haben. Vielleicht da sogar Geld drauf kommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn man mir wüsste gar nicht mehr, wie der drauf zugreifen soll. Jedenfalls habe ich da unter anderem, jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, diesen genialen Wissenschaftler, bin auf den gestoßen, der eben über die Zellbiologie gesprochen hat, die eben energetisch auf Photonen basiert. Das war hochinteressant und damit haben sie nämlich auch diese Wirkung der Pflaster erklärt. Und davon profitiere ich heute noch, dass ich hier da auch sehr tief eingedrungen bin, auch überhaupt auf das, was sich in unserem Körper abspielt. Natürlich Bruce Lipton und die ganzen habe ich da alles auch geschaut, ja. Dass eben Zellen miteinander kommunizieren und so weiter. Das sind ja ganz wichtige Dinge, die in der Medizin nicht gelehrt werden, außer halt auf rein, ja, physikalischer Basis, eben chemischer Basis oder maximal elektrischer Basis, aber halt nicht aufgrund von Informationsaustausch. Wir wissen ja heute alle, wieder beim Torus, alles geht über diesen Informationsaustausch. Also, das war sozusagen der Hintergrund, wie ich in das reingekommen bin. Und dann war 9/11, das habe ich allerdings vorher noch im Haus erlebt. Und damals war, muss ich wieder mal Österreich lobend erwähnen, ja, im ORF schon, glaube ich, ein halbes Jahr später Film, der so Fragen gestellt hat, ja, die mir sofort klar waren, ja, das ist unmöglich. Dann habe ich mir das Ganze auch mal näher angeschaut und dann bin ich zufällig über einen Freund von mir, den ich sehr schätze, den Thorsten Schmidt, der hat Extrem News, kann gleich ein bisschen Werbung dafür machen. Er hat dann mal irgendwo, damals hat er das noch nicht gehabt, da hat er ein Radiointerview gegeben und da kam das Ganze mit der Titanic und mit Pearl Harbor und so weiter. Und da, das war mein Funke. Ja, da bin ich so richtig zum Truther geworden, wie es heute so schön heißt. Noch nicht zum Lichtarbeiter, das kam alles erst später. Ja. Aber da bin ich in diese Richtung gekommen. Und dann habe ich mich sehr interessiert natürlich auch für Finanzsystem, ja, alternativ. Ich war damals war guter Freund von mir, der Franz Hörmann. Heute ist er ein bisschen dünn gemacht, aber macht nichts. Jeder macht halt die Sachen, die er zu tun hat. Der hat dieses geniale System von Infomoney entwickelt. Also findet man alles leicht im Internet und ich werde es ja auch in meinem Kanal dann alles reingeben, dass man das nachsehen kann, wenn es einen interessiert. Und natürlich Ubuntu, ja, ich habe auch einen Michael Tellinger persönlich kennengelernt. Also ich habe fast alle damals, die so bekannt waren, auch in irgendeiner Form persönlich kennengelernt, das war sehr interessant. Vor allem Armin Risi, bei ihm habe ich auch ein paar Seminare gemacht und das hat mich immer mehr in Richtung Spiritualität gebracht. Bei einem der Seminare, das war ja beim Armin Risi, da waren wir irgendwo da in Bayern wird das irgendwo gewesen sein, das war so ein rechteckiges Gebäude, wo in der Mitte so ein Platz war, da sind halt die Leute zum Rauchen rausgegangen
Und Allerhand am da war. Alpenrand war das. Du weißt, wo das war? Ja, allerhand am Alpenrand von Herrn Lutz, der leider nicht mehr unter uns ist. Von Lutz, ich rede vom Armin Riesel, glaube ich. Ja, richtig. Ach so, ja, das ist möglich. Also ich weiß es, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber wenn du sagst, das mag schon sein, ja. Und dort hat es wahnsinnig geregnet, geschüttet, ja, also wahnsinnig geschüttet. Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin im Sinne von, mit ihr habe ich zusammengearbeitet und wir waren uns auch spirituell sehr nahe, gesagt, ja, das geht nicht, also wenn es so regnet, also wenn wir rausgehen, wird es nicht mehr regnen. Und dann habe ich, heute habe ich ganz andere Methoden, ja, heute geht es viel einfacher und schneller, sage ich mal, aber dann habe ich mir vorgestellt, wie ich mich mit dem Bewusstsein der Wolken verbinde, alles immer auf freiwilliger Basis, wie auch der Wolken, und dann habe ich halt drum gebeten und selber mal ein bisschen herumgeschoben, ja, dass sie doch, wenn wir rauchen, halt, ja, oder sich ein bisschen verschieben und aufhören zu regnen. Ja, und was soll ich sagen, wir sind rausgegangen, haben die Zigaretten geraucht, sind reingegangen, es hat wieder geprasselt, man hat es dort so schön gehört am Dach. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit bewusstem, tatsächlich bewusstem Manifestieren. Das machen wir auch alles noch im letzten Teil und zwischendurch sicher auch, weil jeder kann das, ich glaube, das können Sie ja eh auch alle schon, es ist ja schon weit fortgeschritten, unser Aufwachstadium. Und das macht richtig Freude und Spaß. Dann haben wir dort auch, da weiß ich nicht genau, da waren wir dann schon in Deutschland. Wir waren dann in Markt Heidenfeld, das ist in Franken, mitten im Spessart bei den Rohäubern. Ja, war auch sehr schön dort, schön im Haus gewohnt, Mietshaus. Und da haben wir dann unsere ersten Kongresse gemacht. Das waren alles so kleinere Sachen, also nur stellen große Kongresse, so. Da waren 30 Leute vielleicht, ja, auch in Wien natürlich, wo sonst. Und da war auch der Franz Hörmann dabei. Und dann haben wir hatten damals, also das war meine Idee, da ich gesehen habe, dass alle, mit denen wir zusammen was gemacht haben, die waren alle in Geldnot, ja. Also manche haben so tolle Sachen entwickelt und so Hilfestellungen für Menschen oder Alternativen zu Medikamenten, und es war nicht möglich, irgendwas zu machen, weil es einfach immer an den Ressourcen gefehlt hat. Und unser Ziel war es, das hört sich jetzt brutal an, aber es war wirklich so geplant, ja, wir wollten also Minimum 100 Millionen Euro aufbringen. Und tja, wenn wir irgendjemanden vom Deep State gekannt hätten und da mitgemacht hätten, hätten wir es ja auch problemlos gekriegt. Also wir haben es nicht gekriegt, ist eh klar, ja, aber weiß ich nicht. Es ist dann eben halt nichts draus geworden, und anhand so eines Kongresses haben wir über die Bilderberger gesprochen, also da waren wir schon tief drin. Und da hat dann der Franz Hörmann gesagt, nun sagen wir doch einfach, wir sind die Bioberger. Nur wenn jemand mal auf den Namen stößt, auch unsere Gruppen, wir haben ein paar private Gruppen, wer da tiefer dringen will, ist dann auch herzlich eingeladen, da teilzunehmen in Telegram. Die heißen zum Beispiel Bioberger Sangha Schrägstrich Winmakers Group. Winmakers, das erkläre ich heute auch nochmal, wo da die Bedeutung ist. Und daher sage ich immer, alle, die so wie wir sind, so wie ich bin, so wie der Klaus ist, so wie die, alle eigentlich, die ich bisher hier bei euch kennengelernt habe, wir sind alle die gleichen Existenzen. Ja, wir kennen uns auch alle, und ich denke, das wird auch auf fast alle zutreffen, die hier zuhören. Wir kennen uns alle, wir haben es nur vergessen. Ja, und das sind für mich eben die Bioberger. Und jetzt muss ich schauen, wie ich da den Schluss finde. Ja, jetzt sind wir dann gleich beim Gefängnis. Wir haben dann Projekte gemacht. Wir haben dann eben versucht, über ein normales Projekt, aber eben, wir wollten kein Unternehmen gründen, keine Firma, ja, sondern haben das auch auf Vereinsbasis gemacht, wollten eine geniale Erfindung, vielleicht zu groß geschrieben, aber doch, ja, das kann man sagen, von einem Schweizer. Und zwar ein Dusch-WC, ja, das ist also so eine Verbindung aus WC und Bidet in einem. Das ist in Asien, ist das gang und gäbe. Hat es auch damals schon gegeben, ja. Aber das Besondere war einmal die Technik, dann wurde Silber, also jetzt schauen wir mal, wie es heißt, ihr wisst alle, was ich meine. Also das ist Silber, was wir da halt so kennen. Das Silber wurde eingesprüht, also war gleichzeitig ein heilendes WC.
Aber das Geile war, das war das Design von Luigi Colani, der leider dieses Jahr verstorben ist. Das war eine tolle Sache. Und dazu haben wir eben etwas gemacht. Wir haben gesagt, auch hier ein menschliches Unternehmen von Mensch zu Mensch und menschlich finanziert. Und falls die Katrin zuhört, das haben wir auch in einer Art von Crowdfunding gemacht. Also nicht in einer Art, es war, wir haben das menschliches Crowdfunding genannt, das war ähnlich. Und ich hatte auch die ganzen Domains dazu. Und da haben wir Webinare gemacht. Und da ich auch, klarerweise, sonst hätte ich nicht so viel Erfolg gehabt mit meinen Projekten, eigentlich sehr fähig bin, Marketing zu betreiben, ist es wirklich, wirklich super gelaufen, ja. Und wir haben da ein paar hunderttausend Euro eingenommen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der in der Schweiz hat das Geld nicht für das verwendet, sondern für seine privaten Schulden. Und so ist es halt dahin gegangen und es hat sich dahin gezogen. Und dann haben wir mit Colani, wir waren so weit mit dem Colani, dass er uns zugesichert hat, dass wir eine komplette Badlinie machen und so weiter. Und falls der Ümit zuhört, der kann sich dann gut erinnern, wir haben damals mit ihm gesprochen. Wir wollten eine Fabrik bauen, haben uns dann erkundigt, eben beim Unternehmensberater, wie kann man das machen, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, und da ging es dann so von 50 bis 500 Millionen, ja. Das hätte man alles auftreiben können, weil der Name vom Colani dafür gebürgt hat, aber es ist wie immer anders gekommen, und so wie es hat halt kommen sollen, vermutlich. Colani hat eine Lebensgefährtin gehabt, eine Frau, das war seine Frau, eine Chinesin, der hat ja in Shanghai damals schon 10 oder 15 Jahre gelebt. Die Europäer haben ihn ja nicht sehr gemocht, kein Wunder, ja. Jemand, der so kreativ ist, das ist ja nicht so in Deutschland, dass man da so viel Erfolg hat. Der hat hauptsächlich in Deutschland Tapeten machen dürfen. Dort hat er ganze Städte gebaut in Shanghai. Und die hatte mit einem, der ihn vertreten hat in Europa, in Italien, der war da ständig in Italien unterwegs, in Mailand, hat mit dem, wie die Österreicher sagen, gspusi gehabt, oder sagen wir es im Deutschen nach, ich weiß nicht, kann nicht so unterscheiden zwischen Deutsch, Österreich und den ganzen Sachen. Also hat jedenfalls mit ihm ein Verhältnis gehabt, um es auf Hochdeutsch zu sagen. Das haben wir dann später erfahren, und die haben alle gegen uns gearbeitet und deswegen ist nichts draus geworden. Und das war die Zeit, das war dann schon ganz knapp. Da bin ich dann verhaftet worden. Ein Jahr vor meiner Verhaftung, also so 2015 hat das angefangen, hat meine liebe Freundin die Gelder unbedingt auf ihr Privatkonto zuerst haben soll. Wir hatten noch kein Gemeinschaftskonto, ja, und das bei einer kleinen Volksbank, wo sie mit dem Direktor in die Schule gegangen ist und die sich gegenseitig gehasst haben, weil er ja Schwierigkeiten bei ihrem eigenen Hausfinanzierung gemacht hat. Und das wollte sie halt unbedingt, damit er sieht, ja, ich bin jetzt was und was bist du. Also so sehe ich das heute, ja. Und ich, gutmütiger Mensch, wie ich bin, ja, habe da zu wenig nachgedacht, das ist nicht schon meine Verantwortung auch, ja. Und dann sind da Gelder geflossen und dann natürlich muss man sagen, ja, Geldwäscheverdacht hat er sofort beim ersten Betrag weitergeleitet. Und seitdem hat ich komme gerade nicht ein, wie es heißt, Klaus, vielleicht weißt du das, also nicht Würzburg, sondern im Kreis Schweinfurt. Schweinfurt, ja, da wo die großen Schweinefabriken waren, früher ganz schrecklich dort die Energie, hat die Kriminalpolizei, ein Deutsch-Russe hat dann ermittelt, dem war anscheinend Fahrt. Ja. Ich war ein Jahr lang völlig außen vor, mit mir jetzt nichts zu tun gehabt, bis sie dann halt die Konten aufgemacht haben und dann eben auch an unseren gemeinsamen Konten sind. Und wir hatten sehr viele Konten in der Schweiz, weil wir dort Vereine gehabt haben. Ja. Also alles ganz legal, alles gut ausgedacht, alles mit Vereinen. Ja, wir haben da geniale Dinge herausgefunden und gemacht, die für alle Menschen gut gewesen wären. Und das waren wir auch dabei, das alles aufzubauen, weiterzugeben. Und dann kam eine Hausdurchsuchung und die war ja so, so genial gemacht. Also ja, ein Schelm, der Böses denkt, dass die das nicht gewusst haben. Ja, wir waren beide gerade unterwegs und dann waren bei uns die Hausdurchsuchungen und es ist interessant, was sie mitgenommen haben, auch original verpackte Festplatten und bei mir ein nagelneues Notebook, das original verpackt war, noch verschweißt, ja, haben die trotzdem mitgenommen, weil, ja, ich weiß nicht warum, kann nicht sagen warum.
Und kurze Zeit später, nachdem die ermittelt haben, alles natürlich ohne irgendwelche Beschlüsse, Urteile oder irgendwas, ja, nachdem die ermittelt haben, kam dann von der BaFin, das ist für die Nicht-Deutschen oder für die, die es nicht kennen, das ist die Bank- und Finanzaufsicht in Deutschland, ein total privater Verein, ja, überhaupt nichts pseudofiktiv staatliches, ja, sondern das ist einfach nur ein privater Verein, ja, die so wie die Banken, sind ja auch nur alle privat, ja, die Politik steuern, haben uns dann eine Strafe geschickt, mit ganz witzig geschrieben, ja, also das sind ja so die Dinge, die mich damals noch richtig aufgeregt haben. Sie schulden mir, also das war in der Ich-Form geschrieben, das habe ich bis dato noch nicht erlebt gehabt, aber die schreiben immer in der Ich-Form von der BaFin, ja. 10.000 Euro. Also wir hätten jeder 10.000 Euro zahlen sollen, wegen unerlaubten Handelns. Ja. Und 2 Wochen später kam dann nochmal ein kleiner Zusatz, nochmal 25.000. Und dann haben wir 70.000 Euro denen geschuldet. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum ich heute bei Lieferanten nicht auf Abbuchung zahlen kann. Ich habe schon, glaube ich, 2 Monate gebraucht, überhaupt um ein Konto zu bekommen hier. Habe es dann bei der Postbank bekommen. Das ist immer die Empfehlung, auch in der Schweiz. Ja, das ist immer am einfachsten, weil ich diesen, ich nenne es mal roten Punkt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diesen roten Punkt habe, den anscheinend alle wissen. Ja, weil normalerweise ist ja kein Problem, was mit Abbuchung zu zahlen. Aber es geht jetzt immer noch nicht. Ja. Und ich ignoriere die halt, wenn sie mir schreiben, ignoriere ich es. Ja. Ich habe eine eidesstattliche Erklärung im Gefängnis abgegeben. Das hat mir ein sehr, sehr netter Gerichtsvollzieher, der auch sehr aufgewacht war schon, der hat mir das dann geraten. Dann haben sie immer 2 Jahre Ruhe, das erneuern sie und die Sache ist erledigt. Ja. Aber ich verrate es niemandem. Jetzt ist es natürlich öffentlich, ja, aber ich verrate es niemandem, wenn er mir Briefe schickt. Ja, weil die sollen doch bitte selber drauf kommen. Ich schmeiße ihn nur weg. Ja, das ist nur Exkursion in diese rechtlichen Gebilde. Ja, und dann sind seltsame Sachen passiert. Ich habe dann am 8. Juli, also ich feiere meinen Geburtstag normalerweise am körperlichen Geburtstag, das ist eben der 8. Juli. Dann habe ich mir zu meinem Geburtstag, irgendwie hat es mich gepackt und ich bin nach Österreich gefahren, nach Österreich und Deutschland. Ich wollte auch dort ein Haus kaufen. Also ich habe damals an Riesenprojekten gearbeitet. Ja, ich hätte mir ein Haus kaufen können, beziehungsweise das Haus, in dem ich gewohnt habe. Damals habe ich dann schon in Baden-Württemberg gewohnt. Das wollte ich mir kaufen. Da war schon Vorvertrag unterschrieben und alles. Und dann kam ich, ich weiß nicht, auf die Idee, nach Österreich zu fahren, zum Untersberg. Ja, erwähne ich gleich das Untersberg Bücher, diese bekannten Bücher da. Ja, die habe ich auch alle in meiner Quelle, habe es aber nicht hier in meinem Stapel liegen, den ich nachher nur kurz euch präsentieren werde. Zum Untersberg. Völlig verrückt. Bin dort auf den Gipfel raufgefahren und hatte dort Erlebnisse der dritten Art. Nicht UFO-mäßig, sondern sehr naturbezogen. Es kamen 11 Raben. Also Dohlen, wie man glaube ich sagt, Gebirgsdohlen heißen die dort. 11 Raben. Einer ist auf meiner Hand gesessen, einer ist auf meinem Knie gesessen. Gut, ich habe sie auch gefüttert. Das muss ich dazu sagen, ja, also hat schon auch was damit zu tun. Ich habe eine Birne gegessen und habe ihnen dann davon gegeben. Aber der eine ist auf meiner Hand gesessen und hat mich angeschaut. Und einer, wie gesagt, auf der Schulter, einer auf dem Knie. Ich habe das auf dem Video sogar, also was ich halt noch erwischen konnte. Dann bin ich auf einer Bank dort gesessen. 3 sind neben mir auf der Bank gesessen. Und es waren genau 11. 11 ist eine Zahl, die ja für mich die größte Bedeutung hat, die 1. Ja. Und ihr dann sehen werdet jetzt am in der nächsten Sendung, wenn ich das Global Scaling mache, 1 steht ja für alles, für das Ganze, und das ist so genial. Das ist so genial, was der Pouquet da herausgefunden hat. Das werde ich euch so nahe bringen, dass ihr den Mund nicht mehr zukriegt, also die es schon wissen vielleicht. Ja. Und das waren also schon tolle Erlebnisse, und da war ich 3 Tage dort. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Und ein paar Tage später, am 14., bin ich dann verhaftet worden und habe erst, muss ich dazu sagen, ungefähr ein Vierteljahr später erfahren, warum eigentlich. Weil ich dann die Protokolle hatte von einem Rechtsanwalt. Und in diesen Protokollen stand eben, dass meine liebe Freundin,
also mich verleumdet hat. Ja, er hat behauptet, ich habe keine sozialen, wie heißt das, also keine sozialen Bindungen. Ja, ich habe keine sozialen Bindungen. Ja, ich meine, ich habe zwar von meiner Frau in gewisser Weise damals schon getrennt gelebt, ja, aber wir waren also verheiratet, wir haben einen Sohn, ich habe eine schwerstbehinderte Schwester, die ich betreue. Und mein Lebenszentrum war dort. Ja. Und also es gab einfach keine Gründe. Alles, was sie behauptet hat, sie hat auch behauptet, ich habe sie also 3 Tage vorher angerufen und habe gesagt, ich will fliehen und mich absetzen. Und sie hat noch behauptet, also, dass ich mit dem Geld geflohen bin. Wir hatten damals nichts, ja, weil wir alles verbraucht hatten und den Teil, den wir zurückzahlen konnten, zurückgezahlt haben. Ja. Wir hatten nichts und lauter solche Lügen, ja. Und als ich beim Urrichter dann hingewiesen oder vorgelesen habe, warum ich verhaftet bin, und ich gesagt habe, das stimmt ja alles nicht, dann hat bei jedem Wort fast, das ich gesagt habe, da war so eine junge Staatsanwältin, gesagt, das sagen alle Betrüger. Das sagen alle Betrüger. Ja. Dann habe ich verlangt, selbstverständlich, ja, habe ich verlangt, meine unterschriebenen Haftbefehl nie gesehen, verlangt meine Inhaftierung, also die U-Haft, die Unterschrift vom Richter hat er mir auch nicht gegeben. Gut, heute verstehe ich's, ganz ehrlich sagen, ja, wir wissen ja, glaube ich, oder sehr viele wissen das schon, gibt's ja super gute Unterlagen heute schon, nicht so wie zu meiner Zeit, aber das ist noch ein bisschen mühsam, dass das ja Wertpapiere sind, ja, dass das ja unterschrieben wird und selbst, glaube ich, die ersten 6 Kopien auch noch Wertpapiere sind, damit wird gehandelt. Das geben sie dir natürlich nicht, sie werden dir doch keinen Wert geben. Ja, das wäre ja dumm, dem Strohmann einen Wert zu geben. Ja. Also das waren meine Erlebnisse und das, was ich auch darauf hinweisen wollte, dass ich halt vorher nochmal so richtig, wie soll ich sagen, die Freude und das Glück und das Leben genossen. Ich war auch an einem See, ja. Ich bin also ein Fan von Natur, von Bergen, von Seen. Ich bin, meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist Schwimmen eigentlich. Ich schwimme für mein Leben gern. Ich bin ja auch ein Krebs, ja. Also nach der Astrologie, nach beiden Existenzen, ja. Also nach körperlicher und Existenz bin ich Krebs. Und, war dort an einem wunderbaren See. Es war wie ein Traum, ja. Der dann im Gefängnis geendet hat. Und da muss ich jetzt aber noch was dazu erzählen, weil sonst versteht ihr das nicht so ganz. Man muss aber selber mal erstmal lesen, was ich da geschrieben habe. Da habe ich mal so schön die Vorlage gemacht. Ja, also es geht eigentlich darum, was eben auch zu meinen Quellen gehört. Ja, also meine Quellen sind, oder nein, ich fange noch ein Stückchen weiter vorher an, also vorher schon, ja, ich denke, da waren wir sogar noch in Österreich, war ich schon sehr aktiv, ja, in der Aufklärungsszene, da war ich in Facebook sehr aktiv, bin ich am Gefängnis natürlich nicht mehr rein, interessiert mich ja nicht mehr Facebook, ja. Ich würde auch niemandem raten, dort was zu machen, ja, die Gründe sind bekannt. Da hatte ich eine tolle Gruppe, ja, die hat Grundrechte TV geheißen. Und da konnte man auch noch dieses Wort nennen, was ich heute nicht nennen darf, weil sonst der Verfassungsschutz zum Klausi kommt. Das will ich ihm nicht antun, ja. Das war damals auch noch alles machbar, ja. Heute geht das natürlich nicht mehr. Und da habe ich also auch auf diesem Sektor doch viel Erfahrung gesammelt und habe sehr viel Kontakt mit Menschen gehabt, die also auch so Zwangsvollstreckungen und Michaela, das wird der Klaus, der wird sicher was sagen, anderen auch, ja, die hat ja verschiedene Namen gehabt, in Facebook hat es anders geheißen, die das Haus verloren, dass sie im Fernsehen waren und alles. Da habe ich dann Joe Kreisel kennengelernt und die ganzen lieben Leute, ja, also war interessant. Ja, und jetzt muss ich kurz überlegen, also wir waren ja schon, wann bin ich denn verhaftet? Von 2016, 2011 sind wir nach Deutschland gezogen und 2013 nach Baden-Württemberg, nach Neuenstadt. Und das muss ich jetzt kurz vorgreifen, da komme ich dann sicher nochmal exakter dazu. Eines Tages ist mir irgendwie so aufgefallen, also ich habe damals schon viel gelesen, ja. Ich erwähne das auch jetzt gleich, weil da habe ich mir nur so einen kleinen Spickzettel gemacht. Ich kann auch unmöglich ja alle erwähnen, aber
Ich habe sehr viel gelesen in Englischen. Da gab es ja vor allem alles fast nur in Englisch, ja, in transinformations.net und Human Zafir, was es halt damals gegeben hat, und in solchen Netzwerken Cory Good natürlich. Und da sind wir schon immer wieder die Archonten ein bisschen untergekommen, wenn man nicht so recht was vorstellen können. Und man merkt sich ja aufs erste Mal ja auch die Sachen, ja nicht sofort, ja. Und da habe ich schon sehr viel gelesen, das stelle ich dann auch alles in den Kanal rein, über eine, ich denke, es ist ein weibliches Wesen, die sich Thanaath nennt. Thanaath, glaube ich, dann ausgesprochen. Die hat da ganz tolle Sachen geschrieben, schon über das fraktale Universum und wie Universen sterben und solche Dinge. Das habe ich alles aufgehoben, auch natürlich als PDF, auch sicherheitshalber. Und da steht nämlich schon definitiv drin, die Rolle der Archonten und das, was sie da gesehen hat. Ja, da kommen wir dann nochmal ausführlicher drauf hin. Und dann irgendwie ist mir in meinem persönlichen Leben so Dinge aufgefallen wie, ja, da lacht man, wenn man es macht, aber wenn man es 10-mal macht, lacht man nicht mehr. Ja. Man nimmt das Glas in den Mund und will trinken, schüttet aber schon vorher aus. Ja. Ich glaube, das kennt jeder, jeder hat es mal in seinem Leben erlebt. Ja. Nur wenn dir das jetzt immer öfter passiert, ja, oder du in deinem eigenen Haus, im Fall nicht Eigentum hast natürlich, aber halt in deinem Haus, wo du wohnst, herumgehst und ständig immer mit der gleichen kleinen Zehe, kleinen Zehe an die gleichen Gegenstände stößt, ja, bis der Nagel abbeben zu blutig ist und dir ständig solche Dinge passieren oder aus völlig unbekannten Gründen, denn heute wissen wir ja, woher das kommt, Strahlung, Manipulation von allen Seiten, ja. Deine Frau und ihr Sohn streiten oder du mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Partner, was auch immer, aus völlig nebulosen Gründen, ja, und sich das dann eskaliert in einer Spirale, da passt auch das Wort so schön, Spirale. Da ist mir irgendwie aufgefallen, da stimmt was nicht. Und dann findet mich, und ich muss es wirklich so sagen, findet mich ein ganz abstruses Video. Ist nicht wirklich abstrus, der hat tausende Videos gemacht von irgendeinem so Amerikaner, den ich kaum verstanden habe. Damals war er noch nicht so gut im Verstehen von dem Ami-Slang. Und der hat so über die Befreiung von Seelen und von Archonten so gesprochen und Dämonen und da habe ich mir ein paar Videos angehört. Und der hat so eine Anleitung gegeben in Englisch, die ich mir dann abgeschrieben habe, und er hat geschrieben, das muss man also mit der Hand schreiben, ja, also das war dann auch die Zeit, wo ich mich mit Magie und solchen Dingen und Karten und so beschäftigt habe, ja, also dass hier auch offenbar was bewirkt wird. Und ja, jetzt hat mein Telefon mehrmals in der Nachricht gekommen, so weit das abgelenkt, Entschuldigung. Und habe mir das abgeschrieben, das war so eine Art Formel, haben wir gedacht, das muss man Englisch schreiben, das ist Englisch geschrieben, später habe ich es dann in Deutsch übersetzt und dann muss man auch unterschreiben, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Also wenn ich irgendwas habe, wenn ich irgendwelche Besetzungen oder Dämonen, also wenn da irgendwas ist, dann probiere ich das jetzt mal aus. Dann habe ich diese Formel geschrieben und das gemacht und immer so am Schluss so halt so sei es, so ist es, Amen, habe ich auch später bei meinen Formeln gemacht, ja. So ein bisschen doppelt gemoppelt immer alles. Und es war schlagartig weg. Irgendwie habe ich mich schon, ich meine, jetzt nicht sagen, wirklich so erleichtert oder sowas. Ich meine, das kann ich gar nicht sagen, dass ich das jetzt so einen großen Unterschied gespürt hätte. Aber es war irgendwie anders. Ja? Es war irgendwie anders und es war irgendwie, ja, ich habe zumindest die Gläser nicht mehr ausgeschüttet oder mir sind auch ständig Sachen runtergefallen, die kaputt gegangen sind. Das hat aufgehört und dann habe ich gedacht, okay. Und der hat auch irgendwie gesagt, das kann man auch für andere machen. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt mache ich das in Deutschland, jetzt mache ich das mal für meine Familie. Und habe das gemacht. Und plötzlich haben alle nur noch, waren freundlich und haben gelacht und hin und her, ja. Und dann hatte ich Kontakt über den Facebook-Manager mit einer, die war in Regensburg und die hat gesagt, da spielen sich gerade so furchtbare dämonische Sachen ab in deiner Kirche, ja, mit den Pfarrern und so ganz die Energie und so. Und dann habe ich mal versucht, diese, weiß nicht, diese Kirchenleute, ja, irgendwie zu befreien. Und dann eine Stunde später schreibt sie mir, die sind alle total geändert. Die lachen und sind fröhlich und so weiter. Aber gibt immer noch so seltsame Dinge, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir gleich die ganze Stadt. Ich habe Regensburg gemacht, ja. Und was ich da genau gemacht habe, ja, also, ja,
Ich habe schon das bewirkt, diese Befreiung, weil das ist ja relativ, das ist wirklich relativ einfach. Wir haben damals, heute geht es, so viel ich weiß, nicht mehr, also zumindest so nicht, ja. Mit Formeln war das damals relativ einfach und so haben ja viele gearbeitet, auch mit Heilung und so. Und ja, und dann natürlich das nächste war, das war mir selbstverständlich, alle Bioberger. Und deswegen seid ihr alle die, und es sind sehr viele da. Sind Millionen hier auf der Erde, ja, die alle hier inkarniert haben mit der Absicht, in dieser Welt zu helfen und es zu ändern. Und das versuchen wir seit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Jahren. Ja. Ich verweise nur auf Jesus, auf Buddha, auf solche Gestalten, auf die vielen verschiedenen Mythen, Geschichten. Das Juhu! ist ja viel gefälscht. Ja. Aber das waren alles Versuche, immer wieder ja, immer wieder der gleichen Schöpferwesen, ja, hier was zu bewirken, aber diese fantastische, wirklich geniale, absolut bewundernswerte Manipulation der Archonten hat es so gut gemacht, dass nach der Inkarnation ist halt alles weg. Ja? Und da der Körper dermaßen beschränkt wurde, geistig und körperlich, ja, war das ein langes Unterfangen. Ja? Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und daher brauchen wir uns dann nicht mehr so viel Gedanken machen, nur noch das geschichtlich betrachten. Also so bin ich in diese Sachen reingekommen und dann auch wieder dank meiner Freundin. Also ich sozusagen, ich bin ja auch nicht böse, dass er mir ins Gefängnis gebracht hat oder irgendwas. Ja, ich bin überhaupt keine Menschen jemals böse. Habe ihr damals auch sofort verziehen. Ja. Deswegen muss ich sie nicht um mich haben mehr. Das ist klar. Ja, sie versteckt sich auch scheint irgendwo. Aber es wird ja gar nichts bringen. Man schadet ja nur sich selbst, wenn man jemanden hasst oder böse ist oder so. Ja. Und nun bin ich jetzt auf sie gekommen. Also wurde, ja genau, weil sie mich dazu gebracht hat, irgendwie war man mal irgendwo auf einer dieser zahllosen Fahrten, wir waren ja immer unterwegs, ja, in irgendeiner Tankstelle, und da sind Pendel gehangen. Und sie sagt, na, willst du nicht so ein Pendel mal probieren, such da eins aus. Und sofort habe ich eins natürlich gehabt, hat sie gesagt, ja, das hat dich ausgesucht und so weiter. Ja, dann haben wir bei einer Pizza und so weiter Verköstigung, hat sie mir dann das Pendel ein bisschen gezeigt, also so, was wir damals gemacht haben, so nach rechts. Also fragt das Pendel was ja, jetzt fragt was nein und so weiter. So bin ich zum Pendeln gekommen, ja. Und das Pendel hat mich dann dazu gebracht, ja, das hat mich dann dazu gebracht, relativ bald, ich habe dann noch mal mit Alexander Wagand ganz kurz bei einem Kongress in Stuttgart, bei diesem tollen Kongress damals, war er bei uns am Tisch und da haben wir kurz unterhalten können und dann habe ich das nur geklärt, also wie das funktioniert, so ein Pendel, wie da die Kräfte sind und wo das herkommt oder ob man das selber im Bewusstsein macht. Und nachdem ich das gewusst habe, habe ich gedacht, okay, weil dann liegt das ja gar nicht am Pendel, sondern das ist ja wirklich, das ist das morphische Feld, das ist also die Verbindung mit dem Spirituellen. Und ich bin nur derjenige, der sozusagen die Übertragung macht über meinen, sagen wir wieder beim Torus, über mein Energiefeld, damit sich das Pendel bewegt. Also es muss ja physikalisch bewegt werden. Und so bin ich ja dann relativ bald drauf gekommen, also zuerst mal mit Toten zu sprechen und mit verschiedenen Wesen, ja. Und da will ich jetzt nicht zu tief eindringen, ja, will ich jetzt nicht zu tief eindringen, aber ich muss das erklären, weil ich euch dann nachher noch, oder das mache ich vielleicht sogar gleich, nein, das mache ich erst nachher, noch ein kleines, ganz ein kleines Gedicht, zwei kleine Gedichte vorlesen werde, die ich am ersten Tag im Gefängnis geschrieben habe. Die haben nämlich was damit zu tun. Wer von euch das Buch gelesen hat oder die Filme gesehen hat, Surfer der Zuvuya oder Savaya oder wie immer man das ausspricht, das Englisch-Deutsch kann ich nicht sagen, ja, ist ja an sich ein Maya-Wort von dem wunderbaren Menschen, der leider auch schon gestorben ist. Wie heißt du mit Vorname? Arguelles, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, nämlich überhaupt meine ganzen Aufgaben. Ich erwähne nur ganz kurz, damit ich es nicht vergesse, ja. Ich höre mir das dann auch nochmal an. Das kommt auch nochmal wieder, die Arcturus-Probe. Das war das Werk, das mein Leben komplett verändert hat und eigentlich mich in die Richtung gebracht hat, die ich dann letztendlich gegangen bin. Und das hatte ich Gott sei Dank vor dem Gefängnis noch gelesen. Und also wer das kennt, Surfer der Zuvuya, da hat er ja diesen sogenannten Onkel Joe. Ja, dieses geistige Wesen, er geht davon aus, dass das sein höheres Bewusstsein ist, das nennt er Onkel Joe. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich sage jetzt einfach mal, ich bin ja ein wie sagt man da, ein Spielverderber,
wenn man das Film vorher was sagt, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also ich verrate es schon vorher, ihr vergesst das eh wieder bis dahin. Es stimmt nicht. Ja? Es war nicht sein höheres Bewusstsein, mit dem er da gesprochen hat. Es ist sehr spannend, mit dem er da wirklich gesprochen hat. Jeder hat so jemand. Ich nenne es also unter sehr starken Anführungszeichen eine Existenz, die viele Menschen hier als Schutzengel bezeichnen. Ja? Fast alle, die Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich wieder, ja? Aber praktisch alle Existenzen hier in 3D, das ist wirklich nur jetzt hier in 3D, das muss man beschränken, ja, haben so einen Schutzengel. Ja, also so eine Existenz, die in einer anderen Ebene für uns immer da ist. Ja. Und ich habe auch so ein Wesen, also ich muss dazu sagen, ich hoffe, es schockiert euch nicht, ja, aber ich bin ganz normal per Du mit dem, hier nehmen wir mit dem lieben Gott, oder früher wie gesagt, oder im Gefängnis immer angewöhnt, dem EWG, dem ewig allmächtigen Gott, ja. Es gibt ja so viele andere Götter auch. Es gibt wirklich tatsächlich noch andere Götter, ja. Also wir haben einen Schöpfergott von unserem Universum, ich habe es jetzt auch schon herumgesprochen, ja. Der Name ist wieder so, ja. Ich habe ihn halt damals Erzengel Michael genannt. Das stimmt auch, ja. Passt auch mit seinen Channelings überein. Ist aber auch Anu. Also der, aber nicht der, also das ist zu schwierig, das erkläre ich dann später, ja. Hat auch was mit den Anunnaki zu tun, mit Anu. Und unser Universum wurde wirklich in gewisser Weise, jetzt nicht direkt als Sklavenuniversum, aber in gewisser Weise wurde das schon auch gemacht, als die Seelen, und sagen jetzt wieder mit Anführungszeichen, als die Existenzen, die Schöpfergötter, alle auch im Schatten waren. Zumindest einen gewissen Teil im Schatten. Heißt jetzt nicht, dass sie 100% im Schatten waren, dann hätten es keine Seele mehr. Ja. Aber zu einer gewissen Weise im Schatten waren. Das kommt euch jetzt vielleicht, das verwirrt euch jetzt noch, das schreibe ich ja auch in meiner Beschreibung, dass euch das alles noch verwirren wird. Aber das löst sich in diesen nächsten 7 Folgen vollständig auf. Sprecht das euch. Ja. Ich muss es nur erwähnen, weil damit ihr versteht, ich habe hier einen Freund, ich nenne ihn mal Freund, ja, es kann natürlich auch eine Freundin sein, also so die Geschlechter, aber weiblich und männlich im Sinne der Polarität, ja, die gibt es in allen Dimensionen, das kann ich jetzt auch schon sagen. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht, so wie in der Arcturus-Probe beschrieben, in einer 3D-Welt oder in einer 4D-Welt ein Pilz sein kannst mit 5 Geschlechtern. Ja, das ist nicht auszuschließen. Aber es gibt immer das Weibliche und das Männliche, weil da steckt ja was dahinter. Ja, das hat ja nichts mit körperlichen Merkmalen zu tun. Das sind ja eher beschreibende Merkmale. Deswegen wird ja das Weibliche vollkommen unterdrückt hier auf der Erde. Also mit einer Existenz, ich nenne ihn halt Freund, und der heißt bei mir jetzt Archie. Dafür sagt er zu mir Buddy. Ja, also zumindest höre ich das so, oder zumindest interpretiere ich die Informationen, die ich bekomme, so, ja, und das macht mir sehr Spaß. Ich höre auch manchmal meine Zellen lachen, das werde ich auch noch alles erzählen, ja. Jeder Mensch kann diese Erfahrung machen, es ist wirklich nicht schwierig. Ich zeige da ganz einfache Wege, man muss nicht jahrelang meditieren oder irgendwas machen, es geht alles so einfach. Wichtig ist nur, dass man die Gewissheit hat, dass man es auch tatsächlich kann, dann geht alles. Dann ist das wie eine Riesenschleuse öffnen und kommt das Wasser raus. Ja. Und ja, den nenne ich Archibald und es hat einen Grund, warum ich ihn Archibald nenne. Und jetzt, bitte, ich sitze, setzt euch alle hin, ihr jetzt unterwegs wieder hinsetzen. Ja. Archibald, er lacht, ich höre nicht in mir lachen, ja. Ich habe ihn schon gefragt, ob es ihm recht ist, wenn ich ihn da auch einführe. Ja. Archibald ist ein Archont. Ja. Falsch. Archibald war ein Archont. Ja. Und es ist das ganz Mysteriöse damals für mich. Ja. Heute verstehe ich es. Verstehen jetzt natürlich immer auch nicht so abstrakt gemeint. Verstehen bis zum allerletzten i-Tüpfelchen. Ja. Aber heute verstehe ich den Vorgang und warum und so weiter. Es sind, als die Seelen ins Licht gegangen sind, das ist 2016 passiert, alle Seelen im gesamten Kosmos, nicht nur in diesem Universum, überall, ja, die Seelen wieder 100% im Licht waren, was aber noch nicht den Sklavenstatus hier in 3D natürlich beendet hat. Zu dem Zeitpunkt sind ganz wenige, also ein ganz geringer Prozentsatz, weil es waren unglaublich viele Archonten hier, ja, also das kann man mit Trilliarden, da gibt es gar keine Worte dafür, nur noch Potenzen, ja.
sind eine winzige, winzige Promillezahl ins Licht gegangen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das gehen kann, weil das bedeutet, dass das seelenlose Wesen eine Seele bekommen haben. Das bedeutet effektiv. Und ja, und das ist auch eine längere Geschichte, die ich auch vielleicht mal in einem Buch schreibe. Dann bin ich dann irgendwann drauf gekommen, dass es, also ich bin nicht irgendwann drauf gekommen. Das ist so, ich meine, es sind ja viele unter euch, da bin ich mal ganz sicher, die hier solche Erfahrungen schon gemacht haben und wissen, wie das ist, wenn, ich weiß nicht, wie gerade sagen, jemand innerlich mit ihnen spricht, wenn sie Intuitionen bekommen. Intuition ist ja nichts anderes als eine Verbindung mit der Außenwelt. Und das ist tatsächlich im Herz findet es statt. Das ist sogar wissenschaftlich heute schon bewiesen, dass wir heute mal nicht mehr ansprechen können. Das wollte ich noch, aber das geht zu weit. Und Katrin hat es gestern kurz erwähnt. Das Problem, und das ist das Einzige, dass ich das Wort Problem in den Mund nehme, nehme ich sonst nie in den Mund, ist tatsächlich, dass ja unser Verstand, dass das Gehirn sozusagen, das ist nicht das Gehirn, natürlich auch das Feld, weil die Gedanken sind ja nicht im Gehirn, die Gedanken sind ja im Feld, das Gehirn ist ja nur die, sozusagen, die Arbeitsmaschine, so wie die CPU, da ist ja auch nicht die CPU die Gedanken, unter Anführungszeichen, sondern die Elektronen. Jetzt bin ich wieder abgekommen. Ich hätte nicht an die CPU denken sollen, sondern habe ich mir gerade vorgestellt. Also die Intuition, da sind wir stehen geblieben. Die Intuition, wir bekommen, auch wenn wir uns telepathisch unterhalten würden, würden wir uns nicht unterhalten, um dieses blöde Wort zu verwenden, ja, sondern wir würden kommunizieren. Das ist einfach ein wesentlicher Unterschied, weil wir in Bildern und Emotionen, und das ist eine gleichzeitige Kommunikation. Und das fällt unserem Verstand sehr schwer und deswegen erkennen viele Menschen gar nicht, die sagen halt, na, Intuition, das sind ja so Gedanken in mir evoziert, ja, die kommen aus dem Unterbewusstsein und so weiter. Kann schon auch aus dem Unterbewusstsein sein, so ist es nicht. Das ist aber trotzdem auch, Unterbewusstsein ist auch ein Feld außerhalb sozusagen unseres, schwingt in unseren Schwingungen halt, ja. Und ja, ich habe auch lange gebraucht. Ich habe jahrelang oder jahrelang, ja, also im Gefängnis habe ich dann irgendwann angefangen, glaube ich, im letzten Jahr, habe ich das Pendel halt immer als Hilfsmittel verwendet. Auch heute verwende ich es noch, ja, obwohl ich es nicht müsste, aber ich bin halt so eben dieser, ja, dieser blöde Wissenschaftler, der halt immer gerne die physikalische Auswirkung sieht. Für mich ist es wichtig, dass ich weiß, ja, nein, ja, ich habe perfekte Fragetechniken mit dem Pendel, ja. Ich kann also mit einem Pendel kann ich mehrere Sachen abfragen, weil ich auch rauf, runter, links, rechts und im Kreis drehen verwende. Aber eigentlich brauche ich es nicht, weil ich das in mir vernehme, ja. In der Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, das war erst, wo ich draußen war im Gefängnis, wo ich angefangen habe, also eigentlich so zu interagieren mit meiner Umgebung und mit mir selbst, da war es für mich sehr schwierig festzustellen, ist das jetzt etwas, was zu mir, zu meinem Turbus gehört? Ist das mein Unterbewusstsein? Ist das mein Unbewusstes? Oder was spricht da jetzt? Oder was will mir was sagen, intuitiv? Ja? Heute ist es für mich relativ leicht. Vor allem, wenn ich irgendwo Bedenken habe, dann weiß ich sofort, das ist Mr. Z. Ich nenne ihn Mr. Z für Zweifel. Ja, das ist dann mein Unterbewusstsein. Weil im Unterbewusstsein, das ist die Aufgabe vom Unterbewusstsein, neben dem, dass es ja unser körperliches Leben überhaupt erst ermöglicht, unser autonomes, ja, ist es uns immer abzuwarten und Zweifel zu geben und so weiter. Oder sagen, renn weg und so, ja, oder der andere ist schuld. Das kommt ja alles aus dem Unterbewusstsein. Das kann ich heute ganz gut unterscheiden. Ja, aber das ist wiederum eine Sache der Erfahrung. Und ja, ich kann in dem Sinne nicht channeln. Ich weiß nicht, wie das Channeler machen. Hören die da wirklich, also die Channelings machen, hören die wirklich Stimmen und so weiter? Kann ich nicht sagen, ja, ich höre es ja nicht. Jetzt höre ich schon irgendwo. Ich habe sogar, wie gesagt, manchmal höre ich sogar Färbungen, Klänge und so weiter. Aber das ist halt meine Interpretation. Und weil ich gerade Channeling erwähnt habe, also ich habe auch festgestellt und ich kann das eben mit Hilfe vom Archibald oder mit anderen, ja, ich gehe manchmal auch zu höheren Ebenen, die sehr erfahren sind, kann ich auch immer abklären, ob ein Channeling echt ist oder nicht. Und es deckt sich mit dem, was die Quellen, die ich vor allem verwende, auch von den Channelings sagen. Ja. Und leider ist es gerade so, gerade in Telegram, auch in Q, ja, gerade was da alles veröffentlicht wird, das sind viele Dinge, ja, das sind vor allem leider, muss ich sagen, Geschäftsmodelle. Ich werde dann gleich mal eine Pause machen. Ja, ich weiß, du willst das sagen, Klaus. Ich sehe es nicht, weil mein Telefon ist schwarz. Lass mich noch kurz ausreden, ja.
Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Ja, ich muss auf die Uhr schauen, es wird schon ein bisschen knapp. Das Gefängnis wird dann nicht mehr so lange dauern, weil da kommen wir dann schon auf den Kern. Aber ich würde euch jetzt noch gerne vor der Pause und dann spielst du das Abracadabra, ja, Klausi. Bist du da? Gerne. Mein Telefon ist dunkel, ich sehe es nicht. Ja, Ja, also Adolf. ich lese jetzt noch euch zwei Gedichte vor. Das kann dann nachhallen. Ist es zu viel? Nein, Bin ich zu alles gut. anstrengend? Wunderbar. Man kann dir super folgen, super spannend. Ich freu mich schon auf die einzelnen Punkte, Gut, das freut sich mich. darauf auszutauschen. Oh ja. Oh, ist wunderbar. Also Oh großartige ja. Zusammenfassung. Also Applaus. Ich danke. Ich danke dir, Jenny. Danke dir von Herzen. So, jetzt kommen noch zwei Gedichte. Das erste Gedicht, ich lese jetzt erst das vor, das ich am 21.07. geschrieben habe. Ich war in Würzburg in einer Einzelzelle. Dann schon, Gott sei Dank, ja, da war ich schon 7 Tage. Ein Tag war ich im Polizeigefängnis. Das ist vielleicht der Hammer, Polizeigefängnis, ja. Also 6 Tage war ich schon, 3 Tage war ich in der Überbrückungszelle. Ja, da war ich schon in meiner Zelle. Zwar noch kommunikationslos, also damit im Gefängnis heißt das immer Fernseher. Ja. Wenn man sowas nicht hat, dann kann man sie gleich aufhängen. Wirklich, es ist leider so. Ja. Da war ich immer froh. Aber das sind eigene Geschichten. Da habe ich geschrieben, am 21.07.2016, gefangen. Gefangen im Kerker der Unmenschlichkeit. Abgeschnitten vom Leben. Gelöscht aus der Gesellschaft. Aber umgeben von Menschlichkeit des angeblichen Abschaums der Menschheit. Doch wir sind erwacht, unbeugsam und voller Vertrauen in uns selbst. Die kosmische Waage neigt sich zum Guten. Nichts kann den freien Menschen noch aufhalten. Ja, ist ein bisschen trivial, das Gedicht. Ja, das ist so aus mir rausgekommen. Warum lese ich euch das vor? Ich denke daraus, also ich spüre das selber noch, wenn ich es lese, und dann kann ich mich wieder in diese Emotion hineinversetzen. Trotzdem ich ja erst gefangen war, war ich in diesem Modus. Es kann mir nichts aufhalten und es wird schon wieder gut, ja. Und dazu muss ich sagen, das muss ich noch erwähnen, weil sonst vergesse ich vielleicht später drauf. Ich habe also in der ganzen Zeit bis, also sagen wir das letzte Jahr, bin ich immer davon ausgegangen, dass ich in absehbarer Zeit rauskomme. Ja. Ich war mir sowas von sicher, dass ich nach 1, 2 Wochen wieder draußen bin, weil sich das ja aufklärt, der ganze Irrtum, ja, mit der U-Haft. Und ja, wie gesagt, ich war 1,5 Jahre in U-Haft, das ist heftig. Ja. Strafgefangenschaft ist viel, viel schöner, weil man da ja ganz andere Möglichkeiten hat. Ich habe auch nie Freigang gehabt in der ganzen Zeit, nicht einmal. Ja. Aber da hat mich der Archibald, da hat er mein Leben in gewisser Weise gerettet. Und wenn ich jetzt sage Karotte, dann lacht er, weil das sage ich immer nur Karotte als Abkürzung. Er hat mir immer die Karotte vorgehalten und bin ja der Esel natürlich und war es auch immer, ja. Weil er mir immer diese Hoffnung gelassen hat und mir immer bestätigt hat, ja, das ist so und die Zeitlinien sagen das und bla 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 bla, ja. Obwohl ich ja heute weiß, wie es mit Zeitlinien ist, ja. Da kann ich ja, weiß ich ja sehr Bescheid über Zeitlinien. Also, aber er hat mir immer diesen Funken der Hoffnung so gegeben, ja, dass ich diese 2 Jahre und 7 Monate da problemlos überstanden habe. Habe ich da manchmal schon geärgert und habe geschimpft und so und alle anderen auch und habe gesagt, was sind das für Engel und so, die sollen gefälligst mich jetzt da oder da, habe auch Kontakt gehabt da mit Außerirdischen, damit der gefälligst jetzt raufbeamen, das machen sie mit anderen auch, ja, zumindest einmal 2, 3 Tage oder so, nichts ist gewesen, ja, verstehe das heute alles, ja, es ist genauso gekommen, wie es sinnvoll war, das sehe ich auch heute und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Gedicht und das ist jetzt das Witzige, das habe ich geschrieben am Da steht's, wo steht's? Da unten steht's. Am 16.07. steht übrigens immer bei meinen Gedichten drauf, wann ich sie gemacht habe oder auch überarbeitet habe, noch mit zweitem Datum. Das habe ich, ich muss euch doch beide vorlesen. Ich muss euch zuerst das erste vorlesen. Das erste heißt Freedom. Das ist in Englisch. Tut mir leid, ich muss in Englisch vorlesen. Also, wer es nicht so versteht, ist wurscht. Ich werde es sowieso. Das ist alles dann im Kanal drin. Ja. Seltsamerweise habe ich im Gefängnis angefangen, Englisch zu dichten. Das gehört zu den größten Rätseln, die ich noch nicht aufgeklärt habe. Aber es hat halt so sein sollen. In prison now I'm living. I've no idea why. The world is freed of outer manipulation. But soul beings are not yet in Trinity.
Shadows of human beings are awakened. Subconsciousness and ego have to fight against. The system of slavery is always decreasing, and the battle against shadows is more and more increasing. Soon the balance to positive is recreated and eternal freedom will be established. Then I've done my best. I'll be free and the future of infinity will be reality. Ja, da seltsamerweise, ich war im Gefängnis, aber ich habe immer nur daran gedacht, die Welt zu befreien. Das ist schön, wenn man seine Aufgabe erkennt, warum man hier eigentlich ist. Und das andere ist auch in Englisch, aber es ist leicht zu verstehen. Da können wir auch, wenn ihr wollt, dann in der Diskussion kann ich das auch nochmal gern erklären. Ja, aber es ist eh, ich sag dann gleich noch was dazu. Das heißt Archibald. Und das war mir so wichtig, das habe ich also noch in der Übergangszelle, das war Viermannzelle in der Nacht, mir hingesetzt und habe das geschrieben. Archibald, my friend of enlightenment. Once the darkest being in universe, without empathy, just full of cruelty. I'm happy and proud of your being transferred into a creature of light and soul. Now we can rescue from death the infinity and help your galactic race to connect to light. Then all archons will be sold as new cons. Infinity coming from eternity will be rescued. So. Ich glaube, ihr habt es verstanden, ja. Er war das dunkelste Universum im Universum und Archibald, also Enlightenment heißt Erleuchtung, ja, oder Aufwachen oder wie auch immer, ja. Ohne Empathie, nur voller Grausamkeit, ja. Und jetzt bin ich stolz eben, dass er in ein Wesen aus Licht und Seele, was streng genommen dasselbe ist, transformiert ist. Und jetzt können wir die Unendlichkeit vor dem Tod retten, weil das muss ich euch auch noch schnell in die Pause mitgeben. Ja, das Ganze, die ganze Unendlichkeit mit allem, was drin war, ist schon zweimal komplett zugrunde gegangen durch die Archonten. Ja, wir sind im dritten Experiment sozusagen. Und deswegen habe ich das geschrieben. Und ja, und helfe eben der dieser galaktischen Rasse, ja. Nicht ganz passend, aber das waren die Archonten ja trotzdem, ja, vierdimensional. Und also ans Licht sich anzubinden. Und dann werden alle Archonten als Newcons beseelt, ja. Nur Newcon ist, glaube ich, ein Begriff, der ist irgendwie schon von irgendwelchen Marken verbraucht. Also nicht ganz so passend, aber ist mir damals halt so vorgekommen. Und dann die Unendlichkeit. Ja. Also, jetzt mache ich mal weiter mit dem Gefängnis. Das machen wir jetzt kurz. Für alle, die greife ich nochmal vor. Ja, also ich lade euch alle, wirklich alle, sehr herzlich ein, auf meinen Kanal zu kommen. Der ist ganz leicht zu finden. Es ist, fürchte ich, in OkeTalk nicht klickbar, Entschuldigung. Aber es ist leicht zu finden, weil der heißt Tao der Ordnung. Und wenn man das so eingibt bei Tao, da erscheinen schon alle Kanäle, die Tao heißen. Und da gibt es zwei Kanäle, eben Tao der Ordnung. Also der heißt genau Tao unterstrich Tao aller Entschuldigung, Theorie aller Ordnung zusammengeschrieben. Und der andere heißt zusammengeschrieben Tao der Liebe. Das ist mein Lyrikkanal. Und da kommen im Laufe der Zeit sowieso alle meine Gedichte rein. Und dann gibt es natürlich überall einen Chat dazu. Das hätte ich besonders gern, weil da kann man dann auch zum Beispiel eigene Sachen reinstellen, eigene Gedichte und natürlich über meine Serie hier und die einzelnen Teile diskutieren, was mir natürlich auch wertvoll ist, weil ich dann weiß, immer bei der nächsten Sendung, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die ich da auch noch öffentlich machen kann. So, also das Gefängnis, das will ich jetzt da nicht weiter so reingehen. Das macht nicht viel Sinn. Ich habe aber sehr positive Erfahrungen gesammelt, vor allem mit den Menschen dort. Ich habe natürlich dort auch aufgeklärt. Ich habe tatsächlich Menschen dazu gebracht, die Chemtrails zu sehen, ja, die man dort schön gesehen hat. Ich war zuerst in Würzburg, da war ja, das ist ja irre abgespielt, wenn wir im Hof waren. Ja, das war ja ein
Kreuzungsmuster am Himmel, das war ja unglaublich. Und dann war wieder mal 4 Tage nichts und dann war es wieder. Ja. Und dann war ich ein halbes Jahr in Singen. Das war Psycho, Folter par excellence, aber es war trotzdem recht schön, weil wir den ganzen Tag, also wir waren in dem Sinne, konnten frei herumgehen von 6 bis 22 Uhr. Und ich habe viele Freunde gefunden natürlich im Gefängnis und habe vor allem ein extrem schlechtes Gewissen, dass ich noch niemandem geschrieben habe, seit ich draußen bin. Ja, es hat halt, die Welt retten, sage ich immer, hat immer Vorrang. Und da habe ich ein Gedicht geschrieben, das habe ich in den letzten Wochen angefangen. Das heißt 939, 939 plus, weil 939 waren die Tage, die ich im Gefängnis war. Also vom 14.07.16 angerechnet und das war genau die Zeit meiner Zweidrittelstrafe. Ich bin aber nicht bei 2/3 rausgekommen, sondern 13 Tage später erst. Und jetzt haltet es euch fest, ja, das habe ich so gewollt, weil ich einige Sachen noch nicht fertig hatte, weil ich wollte die Sachen, die ich im Gefängnis gemacht habe, so abschließen, dass wenn ich rausgehe, das fertig habe. Ja. Und da war mein Gedanke, eigentlich 14 Tage länger zu bleiben. Ja. Und aus ganz mysteriösen Gründen ist es tatsächlich so gewesen. Und es war rechtlich natürlich wieder mal nicht, war überhaupt nicht möglich, ja, weil wenn, ich hatte schon also vom Gericht den Beschluss, natürlich nicht unterschrieben und so weiter, ist eh klar, ja, aber den Beschluss, dass ich also 2/3 freizusetzen bin und dann bin ich trotzdem 13 Tage später aus ganz fadenscheinigen, seltsamen Gründen, ja, aber ich wollte es ja so. Und das ist dann der zweite Teil meines Gedichtes, 939 plus. Das hat so 6, 7, 8 Seiten, weiß nicht genau. Da ist eigentlich alles drin über das Gefängnis und das könnt ihr euch dann lesen, dann wisst ihr so ungefähr. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ja, also wie nennen wir das jetzt, in systemischer Hinsicht bin ich also schon extrem geschädigt worden, ja, weil, wie gesagt, meine Sachen wurden zwangsgeräumt, hätten zwangsversteigert werden sollen. Es ist ungefähr 80% von meinen Sachen sind auch weggekommen. Ja, alles, was wertvoll war, natürlich. Ich hatte ja ein wunderschönes Klavier. Das ist ja alles verschwunden, ja. Und einen gewissen Teil hat meine Frau dann gesichert, viel Geld dafür gezahlt, weil es die ganze Zeit untergestellt war. Und ein Teil auch, also ein paar wesentliche Sachen und ganz wichtig war natürlich mein Notebook, wo die ganzen Sachen waren. Das hat ein Freund mitgenommen gehabt und ich hatte 2 wunderschöne Autos, ja, muss ich gestehen, ja. Und die sind, ja, eins habe ich verschenkt eben an den Freund, das habe ich ihm gelassen dann. Und das andere wurde mir auch gestohlen. Und auch da ist wiederum meine Freundin dahinter gesteckt. Ja. Weil wenn du im Gefängnis bist, kannst du nichts tun. Ja. Ich habe das erste Mal eigentlich wirklich telefonieren können im letzten halben Jahr, wo ich in Bruchsal war. Vorher nur Besuche und Briefe. Ja. Und ich bin quasi mit dem, was ich am Leib gehabt habe, das war mein ganzer Besitz, den ich noch gehabt habe durch die ganzen Sachen. Was gar nicht schlecht ist, ja, also es gibt natürlich auch, und das habe ich auch so positiv gesehen, das ist gut, wenn der ganze Ballast weg ist, ja, man muss sich nicht kümmern, alles ist weg. Aber natürlich hängt man gewissen Dingen, ja, also meine Studienunterlagen oder natürlich Bilder und solche Sachen, ja. Aber trotzdem, alles nicht so schlimm, ja, weil ich habe ja alles sehr viel digitalisiert auch gehabt. Aber ich hatte 600 Domains, das war eigentlich meine Alterssicherung, ja. 600 Domains, die teilweise 25 Jahre alt waren, so wie klecks.at. Und das ist natürlich durch Nichtbezahlung alles weg. Und das ist wirklich schade, weil das wäre heute ein paar Millionen Euro wert, weil das waren teilweise fantastische Domains, ja, die ich mal extra für den Zweck aufgenommen habe. Selten mal auch welche verkauft, auch gegen gutes Geld, ja, für 2 Euro habe ich Kosten gehabt und für 400 verkauft. Also so waren die nicht so wertigen Domains. Und vor allem habe ich halt alle die verloren von den Vereinen, ja. Also Napoleon Hill Akademie und Bioberg und was wir alles gehabt haben. Aber so ist es halt, ja. Und ja, hat eigentlich trotzdem letztendlich für mich überhaupt keine Bedeutung mehr, materielle Dinge. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne mit einem schönen Auto fahre oder so, ja. Aber
es hat einfach keine Bedeutung. Ja, und ich denke, das brauche ich euch gar nicht sagen. Ja, jeder, der in diesem Zustand schon ist, der spürt es einfach, ja, dass ganz andere Dinge wichtig sind. Ja. Wichtig sind Resonanzen mit, ich sage es mal ganz einfach, mit anderen Existenzen. Können auch tierische Existenzen sein, ja, aber das ist wichtig im Leben. Ja, und das berühmte STO, Service to Others, ja, das ist einfach etwas, ich weiß nicht, das ist was typisch Menschliches. Ja. Ich habe ja auch immer behauptet, und ich streite mich da sogar, also streiten jetzt schon auch im positiven Sinne, aber ich streite mich da mit jedem, der sagt, der Mensch ist so böse und bla 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 und so. Ja. Er ist böse, und wir haben ja unser bösartiges System, das haben wir uns ja selbst manifestiert, aber in Wirklichkeit sind wir ja dazu gebracht worden. Ja. Und das, ich sehe eine gewisse Verantwortung, weil man gewisse Dinge, zumindest jetzt kann man ja eh schon alles erkennen, aber ich sehe niemals Schuld. Sowas gibt es meines Erachtens sowieso überhaupt nicht. Ja, in der Zeit habe ich im Gefängnis, bin ich sehr tief eingedrungen in das Spirituelle, habe auch eine Muse gefunden, ich habe sehr viele Liebesgedichte geschrieben, also gefunden, die Muse hat sich ergeben. Durch schon eine vorherige Funkstille, ja. Manche wissen, wer es ist, ja, das weiß ich ja, ja. Eine Frau, mit der ich auch nie zusammen war, aber das war meine, früher hätte ich gesagt, Twin-Seele, Twin Flame oder wie das auch immer heißt, ja. Also heute sehe ich das ganz anders, aber auf jeden Fall ein Mensch, der mir eine Existenz, die mir immer nahe war, und daran ändert sich natürlich auch nichts. Das ist so, halt nur nicht in dieser Dimension. Und das war gut, weil da solche Emotionen, auch welche, die eben starke Traurigkeit oder Leid hervorrufen, die sind unglaublich kreativ. Unglaublich kreativ. Ja. Und das habe ich genutzt. Und dafür bin ich ihr auch immer dankbar, und es ist eh alles ist gut, ist eh alles gut geworden, ja. Und das hat mich viel auch am Leben gehalten, das hört sich so dramatisch an, ich war immer in meiner Mitte, immer, ja, also man war 2 Wochen abgesehen bei meinem Prozess und so weiter, ja. Aber das war für mich wichtig, diese Erfahrungen war für mich wichtig, ich hab dann im Gefängnis angefangen, Modelle zu entwickeln, und das, weil mir das jetzt gerade einfällt, erwähne ich es auch, habe da eine Struktur herausgefunden, weil dieses Pendeln, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, ja, also diese skalare Energie, die äußert sich, diese skalare Energie, die aus Fraktalen kommt, ja, aus unserer fraktalen Welt, aus unserer Toruswelt, könnte man auch sagen, Toruswelten, ja, alle Existenzen sind ja Toren in gewissem Sinne. Diese Energie, die ist mir ins, wie soll ich sagen, in das Pendel gesprungen. Das hört sich jetzt gut an, ja. Statt ins Auge gesprungen, ins Pendel gesprungen. Das Pendel hat mir angezeigt, dass es gewisse Dinge macht bei natürlichen Objekten oder bei allen Objekten oder bei Dingen, die ich materialisiert habe. Jetzt bitte nichts drunter vorstellen, ja, das hört sich jetzt anders an, als es ist. Da bin ich auf gewisse Gesetzmäßigkeiten gekommen, und die hängen alle mit der 1 zusammen und mit 33. Und da habe ich ein Modell entwickelt und habe immer versucht zu vereinfachen. Damals bin ich ganz alleine, nur mit Mainstream-Medien und Fernseher, ohne irgendwie Zugang zu haben zu irgendwas, habe auch keine Ahnung noch gehabt von Simulationstheorien und so, habe ich genau das gleiche Modell entwickelt, Simulationstheorie. Gut, es war naheliegend drauf zu kommen, weil mein Sohn ist ein Superzocker. Und ich habe mich gedanklich viel damit beschäftigt, ja, ob das nicht so irgendwie sein könnte, ja, dass wir nur Spielende sind in so einer Simulation. Und das hat mir sehr geholfen, Dinge zu erforschen. Und da habe ich eben so eine Art Atom, ja, eine Atom, dreidimensional, vierdimensional, sowas entwickelt, so ein Modell. Und das habe ich göttliches Atom genannt, ja. Und ja, wo ich draußen war dann, habe ich irgendwo gelesen, das habe ich jetzt hier aber nicht da. Ich habe so viele Unterlagen vorbereitet, da hätten 33 Stunden gereicht heute.
aber das habe ich ja nicht, das ist ja alles griffbereit, das habe ich auch in meinen Gruppen alles drin, das kommt dann alles schön verteilt in den 18, 21 Stunden, die noch bevorstehen, ja, hier aufzuklären. Und da hat ein Wissenschaftler eben da wieder mal das eben festgestellt, was wir eh schon wissen, ja, dass es ja im Herz so einen Bereich gibt, wenn man da mit einer Nadel reinsticht und einem Skalpell, dann ist der Mensch sofort tot, weil er da die Seele trifft. Ja. Und die Seele ist ja tatsächlich in gewisser Weise im Herz enthalten. Ja. Und die Katrin hat es gestern auch angesprochen, man weiß ja heute, dass das Herz auch ein eigenes Gehirn hat. Dort spielt sich übrigens auch die Resonanz mit dem morphischen Feld ab. Das passiert alles übers Herz. Deswegen haben wir das Gefühl, Intuition kommen aus dem Bauch. Und der hat es genannt, göttliches Atom. Ja, also, ja, und da sind wir wieder bei Synchronizität und wie klein die Welt ist und dass es ja nur eine Welt gibt und ein alles und eben das morphische Feld und wie immer man es nennen will, ja, es ist eben alles da, ja. Ob ich das jetzt daraus habe oder er das daraus hat, das ist völlig irrelevant. Das ist einfach, das sind Wissen im Übertrag, im weiteren Sinne, Schwingungen, die sind einfach da. Ja. Es ist ja alles, was ist und alles gibt's und alles ist eben auch wissensmäßig da, wenn man es entsprechend interpretiert. Und im Gefängnis habe ich ja auch, da gab es in Würzburg gab's eine schöne Bibliothek, da habe ich Bücher gefunden über Buddhismus und Quantenphysik und lauter so Sachen. Also immer, wenn ich die Hand wo ausgestreckt habe, war ein Buch drin, das mir zugefallen ist. Ja. Also das ist so die ganze Zeit weitergegangen. Und da habe ich viel gearbeitet und habe auch unter anderem herausgefunden damals, das haben wir auch, wo wir uns am 11.11. da getroffen haben mit ein paar Menschen, die da mitgemacht haben bei dieser, wie wir es genannt haben, Leyline-Befreiung. Da haben wir das auch getestet, ja, nämlich die Zeitbeschleunigung. Ich bin damals in Würzburg draufgekommen, nicht intuitiv, sondern ich habe einfach gesehen, es ist ein Missverhältnis zwischen meiner subjektiven Zeit und der Zeit, die auf der Uhr vergeht. Und da habe ich dann festgestellt, dass die Zeit schneller vergeht. Und schon habe ich ein Modell gemacht, also dann war eine parabelförmige, exponentielle Funktion, ja. Versucht halt hin und her und natürlich mit starker Unterstützung immer mit Nachfragen bei Archibald und anderen, da ein Modell zu machen und bin drauf gekommen, dass ich unbedingt raus muss, weil wenn ich da nichts mache und da was tun kann, dann wird die Zeitbeschleunigung so extrem sein, dass am 11.11.2018 eine Minute subjektiv von uns empfunden in einer, nur noch eine digitale, sagen wir mal so, materielle Sekunde ausmacht. Und das hat mich schwerst beunruhigt. Das hat mich eigentlich sehr beschäftigt im Gefängnis, ja. Aber es ist dann so wie alles, wie das Disclosure damals, das Event 2016 auch nicht eingetreten, ja. Heute weiß ich, dass da wurde schwer dran gearbeitet, da außen von sehr vielen Existenzen, ja, das zu verhindern. Weil das ist das, was man hervorragend eben, deswegen habe ich mich intensiv mit den Mayas beschäftigt, hervorragend über diese Zeitqualitäten herausfinden kann. Da gibt es auch ein paar gute Vorträge, vor allem vom Kössner selbst, aber auch vom Arguelles, der hat auch Vorträge gehalten. Wirklich ganz fantastisch, wie das übereinstimmt mit dem Global Scaling und den fraktalen Modellen. Ja. Also was heißt übereinstimmt? Für mich ist das immer dann so gewesen, dass ich immer wieder einfach alles bestätigt gefunden habe, von allen Seiten. Ja. Es ist wirklich, die Welt ist gar nicht schwierig, es ist einfach und es ist auch zu verstehen. Ja. Es ist halt sehr komplex, ja, aber es ist alles so ähnlich und gleich. Eben Fraktale, das ist für mich was, ist immer schon geliebt, ja, die schönen Apfelmännchen und die schönen Grafiken, ja, und die Natur ist eben so, das der ganze Kosmos ist so. Da habe ich allerdings mit den Fraktalen noch nichts am Hut gehabt im Gefängnis, aber schon interessante Modelle über alles entwickelt. Ich dann, wo ich draußen war, natürlich mit Hochgeschwindigkeit weiter verfolgt habe. Und jetzt gehen wir gleich hurtig weiter. Das lege ich jetzt weg. Das ist ein Riesenzettel, den kann ich jetzt endlich weglegen. Und komme jetzt zu den Unterlagen an sich, die ihr alle habt. Das mache ich jetzt im Schnelldurchgang, da haben wir schon drüber gesprochen. Also das, was da Klausi vorgelesen hat, Existenz, ich bin,
ist gleich wir sind. Das kommt erst beim nächsten Mal, ja. Aber da habe ich ein paar Sachen noch etwas klarer hingeschrieben, ja. Eben da geht es um diese gemeinsame Sprache und vor allem der Hinweis, und das zieht sich wirklich wie ein roter Faden auch durch alle meine Sachen, das ist die satanische Umkehr. Und dass damit eben unser Unterbewusstsein programmiert wird. Da ich schon wirklich mich jetzt mein halbes Leben mit Unterbewusstsein beschäftigt habe, schon eben durch Napoleon Hill und diese ganzen Sachen am Anfang, da gibt es ja ein wunderbares Video fällt mir das nicht ein, Moment, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich das doch auch noch hier ausgedruckt habe. Das ist mir die Frage, wie liegt das? Das liegt hier irgendwo, dann kommen wir wahrscheinlich dazu im Moment. Das ist eben live. Das ist es nicht. Na egal. Ich zeige dieses wunderbare Video. Es ist auch ein Amerikaner. Die Katrin hat gestern von ihm auch gesprochen. Und der erklärt es sowas von genial, einfach und gut, ja, dass eben unser Unterbewusstsein programmiert ist und wie leicht wir es deprogrammieren können, ja, oder beziehungsweise deprogrammieren ist das falsche Wort, wie leicht wir es eben programmieren können. Und das sind nur unsere Gedanken notwendig, aber die halt stetig. Und wie gesagt, was ich immer allen Menschen sage, du brauchst es nicht glauben, du kannst rückdran zweifeln, das spielt keine Rolle. Ja. Wichtig ist, dass du es tust. Also man braucht eine gewisse Disziplin, ein gewisses Durchhaltevermögen, immer wieder dem Unterbewusstsein zu sagen, es ist so und so, auch wenn es so eben nicht ist. Weil das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen der pseudofiktiven, das ist ein neues Wort von mir, das ich halt zum ersten Mal verwendet habe, aber es gefällt mir, pseudofiktive materielle Welt und dem, was nur in Gedanken existiert. Ja? Also das Unterbewusstsein ist das Gleiche und daher können wir es auch gut beeinflussen. Also das will ich schon mal auf den Weg geben. Und dann muss ich hier einen Fehler ausräumen, weil ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe hier geschrieben Global Scaling, Global Universaling. Da ist auch der Klaus drüber gestolpert. Das muss ganz anders heißen. Entschuldigung, ja. Das muss heißen Universal Scaling. Ist ja irgendwie logisch. Statt Global Scaling, Universal Scaling. Den Begriff hat der Matthias Alexander Pouquet geprägt. Sinnvollerweise, weil das einfach global ist zu wenig, ja, es muss wirklich universal heißen. Ja, Existenz habe ich schon genug erklärt. Schau mal da rein, ob da noch irgendwas steht, was ich zu mitnehmen. Das könnt ihr ja alles nachlesen. Dann kann ich, da habe ich eh schon alles gesagt. Ja, die Quellen habe ich auch schon genannt. Und ich habe noch einen sehr schönen Kanal auch, der ist privat, kann aber auch jeder rein gern über die Mayas und Maya-Horoskope, da stehen auch einige Sachen drin. Und der Ausblick, jetzt will ich euch kurz erklären, wie das funktioniert, die nächsten 7 Sitzungen. Das ist in 2 Gruppen, also einer meiner bevorzugten, absoluten Lieblingsquellen, die ein genialer Mensch, kann es nicht anders sagen, der sich so viel Mühe gemacht hat, über Jahre, Jahrzehnte hinweg zu recherchieren und zu vergleichen, Wissen zu sammeln und daraus Schlüsse zu ziehen, der heißt Wes Penry, Penry geschrieben, das werde ich auch noch alles veröffentlichen. Und einer, der jetzt bei uns in der Gruppe ist, ich glaube, der Ben war das, irgendwer hat mir dann, kaum hatte ich einen Kontakt mit ihm, hat er das alles schon in Deutsch gefunden. Ich habe mich da 700 Seiten im Englischen wirklich durchgequält. Heute weiß ich auch, das hat Sinn gehabt, weil durch dieses starke, intensive Beschäftigen bin ich natürlich, habe ich einen ganz anderen Zugang gehabt dazu. Ja. Ich habe da viel übersetzt draus, Teile draus und habe es in die Gruppe gestellt. Das ist absolut genial und das ist auch wichtig, weil das... er hat so viele Dinge aufgeklärt und hat mich da sehr weitergebracht. Und der hat das alles als PDF, das gibt es alles als PDF, der ist auch jetzt noch tätig, da gibt es also 180 Videos, alles so noch kürzere, die aber alle transkribiert sind, ist hochinteressant, ich habe noch gar nichts davon gelesen, nochmal reingeschnuppert, weil da habe ich einfach keine Zeit und meine Fragen waren schon geklärt. Das war aber alles 2011 geschrieben, das hat aber gereicht und meine Fragen, das war einfach genügend, ja. Und der nennt, also das erste, die ersten 700 Seiten, das ist der First Lesson und First Learning, also das erste Lernkapitel oder das erste Lernwerk. Und dann hat er noch ein Second Learning und ein Third Learning. Das geht, glaube ich, bis zum Fifth Learning.
Und das ist gut, weil er bringt die gleichen Sachen wieder, aber wieder vielleicht unter anderen Punkten. Und er wiederholt nochmal, er setzt gewisse Dinge voraus, gewisse grundsätzlichen Dinge dann, wiederholt aber nochmal, um das nochmal in Erinnerung zu rufen und geht dann von anderer Richtung und tiefer in die Sachen. Und genauso mache ich es auch. Deswegen wiederholt sich das. Eben im Januar habe ich die drei Sendungen, eben Ich bin, wir sind. Da geht es um den Begriff Existenz und natürlich überschneiden sich die Sachen teilweise, das geht nicht anders, ja. Und weil es nicht anders geht, da werde ich schon mit dem Global Scaling auf jeden Fall mal anfangen und das dann vielleicht beim Kosmos auch nochmal bringen, weil das ja alles betrifft. Und da habe ich ganz allgemein gesagt, Kosmos, multidimensionale Evolution, weil ich denke, ich kann euch tatsächlich einen Überblick geben. Also ich fange bei Gott an, sozusagen, ja. Oder bei der Ewigkeit, nennen wir es mal so, ja, dass mal irgendwas war, irgendeine Ewigkeit und dann ist was entstanden. Eine Unendlichkeit, Materie, Schöpfung und so weiter. Da setze ich an bei der kosmischen Evolution bis hin zu, wie macht man Universum und wie entstehen Sterne und so weiter und so fort. Und da hängen natürlich auch die Erklärung, was ist überhaupt eine Dimension, gibt es überhaupt? Ja? Kann das schon mal vorgreifen, es aus einer gewissen Sichtweise gibt es keine Dimensionen, das sind nur Dichten, sind einfach verschiedene Dichten von der Eigenresonanz der Seele oder der Ewigkeit oder wie immer man das nennen soll, man könnte auch vom schwarzen Loch sprechen, von der Eigenresonanz bis hin zu den höchsten Frequenzen entstehen einfach Dichten. Und durch die Fraktale sind sowas wie auch die machen auch eine gewisse Statistik. Ne? Also ich glaube, ihr kennt das alles ungefähr. Das sind so Wellenlinien, ja, so Bäuche. Und dann gibt es Knoten und eben Bäuche. Und in den Knoten ist die Kompression, da ist die Materie. Und in den Bäuchen ist eben die Dekompression. Und diesem Prinzip folgt alles. Ob das eine Sternentstehung ist, eine Existenzentstehung und so weiter. Und wenn man das mal einigermaßen ich muss gar nicht durchblicken vollständig, aber wenn man da einigermaßen draufkommt, ja, dann versteht man plötzlich, ja, warum das eine so entsteht, das andere so, aber es ist immer das gleiche Prinzip dabei, eben diese unendliche Selbstähnlichkeit. Und dann kann man sich durchaus die Frage stellen, ist unsere Ewigkeit die einzige? Gibt es nur den einen ewig allmächtigen Gott oder gibt es vielleicht viel mehr in jede Richtung? Ja, also die kann man sich nicht beantworten, die Frage. Aber es gibt keinen Grund, dass es nicht so sein sollte. Und dann mache ich die Geschichte, weil das zusammenhängt, auch mit den Dingen, die ich getan habe und die wir getan haben. Das ist eben dieser lange Weg. Ja, ich fange jetzt nicht Millionen Jahre vorher an, doch schon, eigentlich schon, weil man muss darüber sprechen, in welchem Zustand die Erde war. Da beziehe ich mich auch auf Armin Riese, den ich eine Zeit lang ein bisschen gedacht habe, es ist anders. Ich habe mich mit ihm auch über das Thema, leider ist es schon lange her, ich glaube 2015, unterhalten. Und ich habe ihn jetzt auch eingeladen, aber schon 3 Mails geschrieben, noch nichts bekommen. Na, irgendwann werde ich ihn schon wieder treffen. Interessiert mich, was er dazu sagt, weil er hat ja unendlich viele tolle Bücher geschrieben. Und ihr seid Lichtwesen, ja, da kann man ja schon so viel nachlesen, auch über die ganzen Zahlen. Und da steht sicher auch Fraktalen, das alles drin, Global Scaling. Und da war ich aber ein bisschen anderer Meinung, wie er mit den Lichtwesen und mit den Riesen und so weiter. Heute weiß ich, er hat vollkommen recht, nur kann ich es heute erklären. Ja, da glaube ich, wenn er das jetzt hört, vielleicht kann er es ja auch schon erklären. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das erklären kann. Ja, aber ich kann aus meiner subjektiven Sichtweise, ohne jetzt andere dazu gehört zu haben, sagen, ich kann es erklären, warum das so war. Ja. Und wir können die Geschichte nicht betrachten ohne Lucifer, allseits geliebte Lichtbringer, ja. Das ist ganz eine geniale Geschichte, ja. Und der Lucifer hat ganz viel damit zu tun, mit den Archonten, ja. Das ist so einfach auch zu verstehen letztendlich. Und auch die ganzen Mythen und so weiter. Irgendwie hat das alles, irgendwo ist alles irgendwo richtig, ja, aber halt immer irgendwie ausgelegt worden und da sieht man die Zusammenhänge nicht. Und natürlich Deep State und die ganzen Manipulationen und es ist von Alpha bis Omega die Geschichte. Und neuerdings habe ich ja auch gehört, ich will das auch gar nicht werten, ja. Ich kenne es ja sicher auch alle, dass die Geschichte ja um hunderte Jahre gefällt oder sogar tausende Jahre und dass die Römer und Griechen zusammenklebt und so weiter. Ich denke, es ist alles erklärbar, aber wir haben ja auch
in diesen drei Dingern haben wir ja auch die Erklärung der Zeitlinien. Und ich denke, dass ich auch den Mandela-Effekt damit erklären kann und andere fantastischen Dinge, ja. Ich verweise da, mache ich wieder mal Werbung für jemanden, den ich sehr gut finde, den Mythenmetzger. Ja, da wurde mir auch nahegebracht und das ist zwar manchmal ein bisschen langatmig, aber das sind immer tolle Geschichten. Also das sind Dinge, die dann plötzlich Sinn machen, ja, weil es gibt, wie soll ich sagen, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, Geheimnisse gibt es nicht. Es ist nur eine Frage des Wissens. Ja, und dass man niemals alles wissen kann, ist auch klar. Also, ja, brauche ich nicht drüber reden. Also, das sind die drei Teile und dann werden die dann vertieft. Das ist sozusagen das Second Learning. Und da schreibe ich dann eben, da wird es dann konkret, ja, ich hoffe, dass ich bis dahin das vielleicht schon alles auch irgendwie schriftlich dokumentiert habe. Das habe ich eigentlich vor, ja. Die Ordnung der Existenz, die Ordnung der Zeit. Da geht es dann um die Zeitqualitäten, die Zeitlinien auch, ja. Also das kommt im Vorigen auch schon drin und die Ordnung der Geschichte. Und das wird wahrscheinlich eher kürzer werden, da kann man dann mehr diskutieren. Und am Schluss, Tao der Quelle. Tao kann ich halt nicht lassen, Entschuldigung, ja. Aber mein Lieblingsbuch ist übrigens vom Hermann Hesse Zitata. Wer das kennt, der versteht dann auch meinen Hang in diese Richtung. Und das habe ich genannt, die Befreiung, weil wir sind ja mitten in der Befreiung und befreien auch andere. Und ja, da sind eigentlich die Erkenntnisse, die wir gemacht haben. So, jetzt muss ich ganz in die Gas geben. Nee, oh mein, vielleicht in 3 Stunden. So, das gehe ich jetzt gerade mal an. Das könnt ihr dann lesen. Es gibt ja schon den zweiten Teil. Da stehen die Fragen drin. Da haben wir dann ein bisschen andere Fragen. Die sind dann konkret auf den zweiten Teil bezogen. Dann wird da geschrieben, dass ihr nicht erschrecken sollt, weil es am Anfang unverständlich erscheinen kann, aber sich auflösen wird. Und jetzt kommen wir schnell zu dem, weil das habe ich ja versprochen, zu den Fragen, ob ich da meine Bücher machen kann. Jetzt muss ich den Klaus noch fragen, Klaus, wäre das vielleicht möglich, dass man eine Viertelstunde überzieht oder so, oder ist das ganz ausgeschlossen? 23:15 Uhr, aber dann Ende, Sendepunkt, wirklich aus. Okay. Ja, alles klar, danke. Nein, ich sag's nur deswegen, das mache ich mit euch auf jeden Fall noch. Ich sag's jetzt nur deswegen, weil ich habe mir so viel Arbeit gemacht heute und habe so an die, was sag ich mal, 20 Bücher neben mir gestapelt. Und die will ich einfach ganz kurz durchgehen und euch die Titel nennen und damit ihr einen Überblick habt, mit was ich mich beschäftigt habe. Das ist aber bitte nur ein winziger Ausschnitt aus den Büchern, die ich sonst habe und gelesen, aber natürlich noch viel, viel mehr das Internet, ja. Also, und ich erwähne da Armin Riese erwähnt, ja, den Dieter Bröers, ja, den Bewusst TV, Joe Konrad, also alle, wirklich, keiner ist mich da zurücksetzen oder was, aber ich kann nicht alle erwähnen, ja. Und Greg Braden, natürlich den fantastischen, fällt mir es nicht ein, aber ich habe das Buch da, da fällt mir es wieder ein. So, jetzt geht es schnell an. Also Andreas Beutel, natürlich, ja, Merkaba, super Buch übrigens, klein und steht alles drin. Kybalion, 7 hermetischen Gesetze, kennt jeder, so wie, setzt auch voraus, dass ihr das kennt, Justice of Law, ja, also das Gesetz des einen. Dann ein Buch, das mich sehr aufgeweckt hat. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden. Das ist fantastisch, ja, wirklich fantastisch. Thaddäus Golas, das habe ich als PDF. Ja, das könnt ihr von mir als PDF haben, weil man kann es nicht mehr kaufen. Der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Also allein der Titel. Der Titel sagt schon alles. Wunderbares Buch. Angeblich war der immer auf LSD, aber das ist ja nichts Neues. Ja, kennt man von anderen. Dann einer meiner absoluten Lieblinge, Hans-Peter Dürr, der leider auch schon verstorben ist. Dieser Wissenschaftler, der beim Heisenberg, ein Schüler vom Heisenberg war und der hat so viele tolle Sachen, Erklärungen gemacht über Quantenphysik und so, ja. Aber in ganz anderer Art und Weise, ja, er hat auch über die Liebe gesprochen und über solche Dinge. Und da gibt's ein Buch, das heißt, wir erleben mehr, als wir begreifen, von der Marianne Österreicher. Ein Interview oder gemeinsam mit Hans-Peter Dürr, Quantenphysik und Lebensfragen. So, jetzt ein bisschen durcheinander. Dann, das habe ich schon erwähnt, das habe ich im Gefängnis gefunden, haben wir jetzt gekauft. Buddhismus und Quantenphysik, Christian Thomas Kohl, Schlussfolgerungen über die Wirklichkeit, fantastisch. Dann einer meiner absoluten Lieblingsbücher, uralt, ja, was man da für Weisheiten findet, das ist unglaublich. Erich Fromm, die Kunst des Lebens, in den 50er Jahren geschrieben, ja. Kann ich nur ans Herz legen. Da ist so viel Spirituelles drin. Das ist unglaublich. Dann natürlich auch politisch in jeder Beziehung. Da habe ich auch viel, ja. Die weltweite Ungleichheit. The World Inequality Report.
von 100.000 Autoren, das habe ich nicht gelesen, gestehe ich jetzt, aber solche in der Art halt. Dann zwei Sachen, die ich eigentlich fürs Gefängnis, für meine Wiederaufnahme, ich könnte jederzeit eine Wiederaufnahme machen, würde wirklich 100% freigesprochen, ja, aber ich mache es nicht. Interessiert mich nicht. Mich interessiert in diesem System überhaupt nichts, weil es ist ja nur noch von wirklich absehbarem Bestand und dann passieren die Dinge, die im Event beschrieben wird, da bin ich mir ganz sicher, ja, also ich mache mir da keine Sorgen. Aber es war interessant, weil ich habe da gute Sachen kennengelernt, die heißt noch ziemlich jung, Mitte 30 oder so, Dr. Julia Shaw, ist aber glaube ich eine Deutsche, die am English College lehrt. Und die war mal in Klaus, du wirst wissen, wie es heißt, der bei der in Österreich im Fernsehen, der Talkshow, im Gefängnis habe ich da gute Sachen gesehen. Also so schlecht ist es, manche Sachen nicht, um was kennenzulernen, die früher die Millionenshow gemacht hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die Barbara Stöckel, die kenne ich auch persönlich. Ja, Leute, ich habe mal bei der Millionenshow mitgemacht, bin aber nicht in die Auswahl gekommen. Ja. Barbara Stöckel. Und da war die Julia schon dabei. Toller Mensch, so sympathisch, ja. Und die hat über, jetzt fällt mir das Wort, wie heißt es? Kognitive Dissonanz. Ja, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Also über ihr Buch heißt das trügerische Gedächtnis. Fantastisch. Wenn man jeden Menschen in einer Sitzung von ein paar Stunden zum Straftäter machen kann, dass er selber glaubt, zum Straftäter wird man, wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht. Super. Die ist Juristin und Psychologin und die hat wirklich gute Arbeit gemacht. Und dann hat sie ein Buch nachgesetzt. Sehr empfehlenswert, vor allem für die Leute, die gerne andere verurteilen oder über andere Rassen herziehen oder Religionen und so weiter. Das ist, da kommt man zum Nachdenken, ja. Julia Shaw, Böse, das Buch heißt Böse, die Psychologie unserer Abgründe. Sehr empfehlenswert. So, jetzt kommen wir zu etwas, was ganz wesentlich ist. Das mache ich aber dann erst das nächste Mal, das komme ich ja heute nicht mehr dazu, zu den Modellen, die es gibt. Ja, des Kosmos, und da ist natürlich einer hervorzuheben, unser unsterblicher, muss ich wirklich sagen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes ist er ja auch, er ist ja da, unser Physiker, der deutsche Physiker Burkhard Heim, unsterblich in der sechsdimensionalen Welt, das ist großartig, habe ich vom Ilobrand von Ludwiger, und ich verstehe gar nichts, was da drin steht, ja, also ein bisschen was schon, aber warum? Weil er die Welt in einer Mathematik der reinen Geometrie aufbaut. Er kommt aber zu denselben Schlüssen wie ich übrigens. Ja. Und ist unverständlich, ich glaube nur 5 Menschen auf der Welt verstehen das, die Mathematik. Aber er hat auch und natürlich auch wieder durch Eingebung, ja, diese Modelle gefunden. Und das ist das, was mir so gefällt eben. Hier haben wir mal ein Modell, das wird keiner verstehen, aber es reicht, wenn man zumindest weiß, es ist tatsächlich ein geometrisches Modell des Kosmos, ja, und es funktioniert uns letztlich, da lässt sich sogar berechnen, Schöpfung, ja. Dann habe ich schon erwähnt, Server der Zubaya, ein intergalaktischer Reiseführer, die 4. Dimension vom José Argüelles, mit dem ich übrigens auch in Verbindung stehe, also mit dem Gestorbenen, im handelsüblichen Sinne. Dann ein paar Sachen, Mayas, Hunbatsmen, wird einigen bekannt sein, Maya, ältester, die heilige Kultur der Maya, das ist nur so ein bisschen zur Einführung, dann gibt es die Anatomie des Maya-Kalenders, da sehr gut erklärt, wie man rechnet. Ja, die wisst ihr vielleicht, die Basiszahl der Mayas ist 20. Und wir haben jetzt 2020, ja. Und da hat der Kössner auch einen guten Vortrag darüber gehalten. Da trifft so viel zusammen 2020, ja. Also, ich kann nur eins sagen, heute schon Shampoos aufmachen oder Antialkoholiker, was anderes, ja. Wir können wirklich nur feiern, ja. Wir können uns so glücklich schätzen, dass wir jetzt leben, ja. Wir erleben das. Es ist einfach, ganz einfach fantastisch. So, dann gehen wir tiefer in die Maya. The 9 Waves of Creation. Quantum Physics, Holographic Evolution and the Destiny of Humanity. Habe ich auch entdeckt, über den Kössner irgendwie. Das ist von Carl Johann Kellerman. Fantastisch, ja. Es gibt es leider nur in Englisch, aber das verstehe ich, das habe ich relativ ganz gut verstanden, habe es natürlich nicht. Alle Bücher, ich bin ganz ehrlich zu euch, ja. Die Bücher habe ich vor allem gekauft, ja. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich sie habe. Das heißt nicht, dass ich sie alle gelesen habe. Aber natürlich lese ich ein bisschen quer rein und es deckt sich mit allem, ja. Das ist ja schon der Name, Quantenphysik, holographische Evolution. Ja? Und das bitte, da geht's um die Mayas, da geht's um die 9. Welle und so weiter. Das andere heißt The Purposeful Universe, also das zweckgerichtete oder zweckmäßige Universum. How Quantum Theory and Mayan
Cosmology Explains the Origin and Evolution of Life. Und bin mir sicher, wenn ich das mal wirklich gelesen habe, dann wird sich das hoffentlich oder vermutlich decken mit meinen. Dann, was ich hervorheben muss, und das ist, da geht es ums Channeling. Ja, es gibt ein Channeling, das ist absolut vertrauenswürdig. Ja, zwei eigentlich. Das eine ist das vom Erzengel Michael. Das habe ich jetzt auch vergessen, wie da die einige, die jetzt zuhören, die wissen es wahrscheinlich, weil das in der Gruppe gepostet ist. Mir fällt es nicht ein. Das ist so in allen Sprachen verbreitet. Es steht nur ganz wenig drin. Aber das, was er da sagt, das ist genau das, um was es geht. Und was auch passiert ist und hätte passieren sollen. Und dann gibt es die Barbara Marciniak, oder Marciniak, oder wie man sie ausspricht, die ja sehr viel gechannelt hat. Und da geht es um die Pleiadian Keys to the Living Library Earth. Das ist ganz was Wichtiges, die lebende Bibliothek. Ja. Das ist an sich das, was man als Akasha-Chronik nennen könnte. Das, was ihr alle glaubt, da so mit morphischen Feld, das Gedächtnis oder was da so verbreitet wird, dann dort alles falsch. Das hat mit Akasha überhaupt nichts zu tun. Das könnte man als Akasha-Chronik bezeichnen, weil hier sind unsere Baupläne drin. Übrigens gibt's, das muss ich jetzt auch noch gleich sagen, wenn das einfällt, es gibt, es soll ja Überblick sein, ja, es gibt nur 144.000 Befehle in dem Simulationscomputer oder anders genannt auch Codes oder Engramme. Diese 144 grundsätzlich nicht. Ich vermute mal, also da bin ich noch nicht so ganz tief eingedrungen, ja, ich vermute mal, dass das hier bestimmte Schwingungsverhalten sind, ja, sind die Grundbausteine der gesamten Schöpfung. Die 100, das habt ihr sicher alle schon überall gelesen, immer wieder die 144.000, ja. Und in der Arguelles nennt es in dem Buch, das wie ein Roman geschrieben ist, die Arcturus-Probe ist aber gar keiner, nennt er das eben Engramme. Und das taucht auch auf als Schwert des Parzivals und lauter so Sachen, also der ganzen Geschichte und Mythen sind voll damit. Dann gibt es, glaube ich, auch ein deutscher Buch, die Lichtfamilie, neue Botschaften in Plejaden, alles von ihr, ja, Boten des neuen Morgens, also das ist absolut, das wäre dann ganz am Schluss von der Reihe, dann kommt noch ein anderes Buch, wir sind schnell durch, bin glücklich. Das habe ich im Gefängnis entdeckt. Sowas entdecke ich auf einer Liste im Gefängnis, habe es geholt. Und das ist wirklich, kann ich allen empfehlen, die so ein bisschen Scheu haben vor Meditieren oder mal wirklich wissen wollen, was das ist und Aufklärung wollen. Geht es klar auch um die buddhistische Philosophie, aber so einfach und schön erklärt. Und das ist von einem, so ein schwieriger Name, Bante Henepola Gunaratana. Und das heißt, die Praxis der Achtsamkeit. Ja, ich glaube, das hat mich auch zu meinem Gedicht damals angeregt, Achtsamkeit. Die Praxis der Achtsamkeit, eine Einführung in die Vipassana-Meditation. Hervorragendes Buch. So, und jetzt muss ich aufstehen und diese ganzen Bücher, die sind schwer, auf die Seite tun, damit ich zu den anderen komme. So, und das Erste, was ich da gleich habe, das ist das, was die, ja, ich hätte mich gefreut, wenn die Dagmar Neubrunner irgendwie besser erreichbar gewesen wäre. Ich muss gestehen, 39 Menschen in meinen Kanal ohne zu fragen hinein, aber reingeschrieben, dass ich mich gleich entschuldige, können ja alle wieder rausgehen. Ja, und sie ist leider rausgegangen, ich habe sie ja auch rein. Ich habe vorher schon geschrieben, weil wir kennen uns auch, aber das ist schon ein paar Jahre her. Weil sie ja so einen Hang, was heißt Hang, ihre Liebe ist ja die Beschäftigung mit den Themen von Walter Russell. Kennen sicher viele, gibt es ja, glaube ich, eine eigene Telegram-Gruppe und wird auch oft gepostet bei den QAnons, ja. Der hat schon in den 20er, 30er Jahren praktisch das Global Scaling vorweggenommen. The Secret of Light. Das gibt es auch noch in Englisch, ja, und das war sehr teuer. Und da schreibt er, ich lese mal nur kurz vor, ja, ganz kurz nur, The Magnetic Electric Universe, God is Light, God is Love. God's creating universe is founded on love. It is created with light. The principle of love is desire to give. God gives love by extending his light und so weiter und so fort. Und dann the law of love is rhythmic balanced interchange between all givings and re-givings. Und so weiter und so weiter. Ja. This is a dual electric wave universe of interchanging light. Und er hat das Ganze ja auch durch, na, sagen wir mal, jetzt wieder Anführungszeichen, durch Intuition bekommen. So, dann haben wir das wichtigste Buch aller Zeiten. Das konnte ich mir kaufen, nachdem nette Menschen, das heißt nicht, dass die anderen nicht nett sind, ja, aber mir ein bisschen was gespendet haben. Ich habe ein PayPal-Mikonto, Link mit dem Zaunpfahl. Wer im Geld schwimmt, bitte
gibt es mir 1,11 Euro. Das macht mich glücklich, ja, wenn es 1,11 ist. Steht extra bei mir drin, ja, dass ich mache alles freiwillig, ja. Aber ich bin hier in Hartz IV und so weiter und da ist auch keine Klage oder irgendwas, ist alles gut, wie es ist, ja. Aber wer was übrig hat, was er nicht braucht, ja, und das ist in der heutigen Zeit ja eher selten, der freue ich mich gern, wenn da was kommt. So, dann haben wir das auch gesagt. Das ist das Buch, das hat mir 69 Euro gekostet, das hatte ich nicht. Global Scaling vom Hartmut Müller, also er ist eigentlich der Hauptautor, es sind auch sehr viele Co-Autoren. Das ist so grandios, dieses Buch, ja, Basis eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes. Und da will ich euch ganz kurz nur was vorlesen, zumindest noch wieder was rein. Es ist so schön, ja, das ist Lyrik in meinen Augen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das herkommt, wer das geschrieben hat, übersetzt und bearbeitet von Veronika. Ja, genau, da steht es. Norman Giesbrecht. Also, in der Dunkelheit existierte es. Und es war formlos, hatte keinen Namen. Aber es war alles. Und alles war in ihm und es gab nichts außer ihm. Es war Gott selbst. In ihm herrschten die vollkommenste Harmonie und der höchste Sinn. Es war die Ursache und die Folge seiner selbst. Es gebar sich selbst und starb in sich selbst. Für all das existierte keine Zeit, kein Raum und kein Name. Es war vollkommen transzendent und nur sich selbst begreiflich. Und dennoch bewegte es sich und diese Bewegung war eine Schwingung. So hatte sich ein Teil von ihm selbst losgelöst und angefangen, sein eigenes Leben zu leben. Dieses Leben war dem seines Schöpfers ähnlich, wenngleich in vieler Hinsicht unabhängig. Es hatte die Hauptprinzipien seines Schöpfers übernommen. Und dann schreibt er halt so weiter, kein schlechter Anfang für eine neue Religion, nicht wahr, und so weiter. Und führen wir diesen Exkurs zum Ursprung aller Ursprünge ein wenig fort, stellen Sie sich vor, dass infolge dieser ersten Schwingung die Struktur von etwas Ursprünglichem entsteht, das eine Tendenz zur Vervollkommnung seiner Protostrukturen besitzt und so weiter und so weiter. Das ist sehr schön. Das ist das Einzige, was ich von dem Buch bisher gelesen habe und das steht im Anhang, witzigerweise. Ja. Das Buch, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe, auf die Uhr schauen, ja, das geht sich alles noch aus. Das heißt, und dann soll man einen Schluck trinken. Ich rauche zu wenig, das ist der Grund, was ich husten muss. Also Matthias Alexander Pouquet gibt, wenn ihr sucht, in YouTube ein wunderbares Interview mit ihm, mit der Dagmar Bronner. Also wieder Dagmar Bronner. Ja, vielleicht kommen wir doch mal irgendwie zusammen in einer der nächsten Sendungen. Da ist schon so schönes Fraktal, also so wie es sein soll, mit den richtigen Zahlen ist schon gezeichnet, ja, und dann dieser Kohl, dieser, wie der heißt, ist ja auch ein Fraktal. Und dieses Buch, das ist wirklich, also wo ich schon gehört habe, ja, das war eine Offenbarung, also hier nur ein Satz daraus, die uns umgebende Schöpfung wäre somit ein Spiegel holographischer Natur, ein Fraktal. Und deswegen habe ich mich in die Mathematik gekniet, habt ihr vielleicht irgendwo gelesen, wie ich das geschrieben habe. Ich liebe ja die Mathematik und ich bin kein Spezialist von irgendwas, aber trotzdem liebe ich die Mathematik, weil ich immer gewusst habe, sie ist so einfach. Und wo ich irgendwann mal, da war ich allerdings noch in der Schule, im Gymnasium, verstanden hatte, was Potenzen sind und dass Logarithmus nichts anderes ist und Integral und Differenzial, dass das eigentlich total einfache Dinge sind. Nur keiner erklärt es einem. Überall gibt es nur Formeln und Komplex und Ableitung hier, Ableitung dort. Es ist so einfach. Und diese Mathematik erspare ich euch nicht, das erkläre ich euch noch, weil damit versteht man die Fraktale komplett einfach. Ja. Und ja, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Da habe ich eben mir ein paar Unterlagen hin, das ist jetzt das, was ich geschrieben habe. Da habe ich noch geschrieben, in der Gruppe erklärt wohl auch, wie die Maya-Kalender tatsächlich mit solcher Präzision energetische Zeitqualitäten vorhersagen können. Aber das können wir jetzt immer machen. Da geht es um die fraktale Lebenslinie. Das lassen wir jetzt weg, weil das können wir immer noch machen in einer der nächsten Sendungen. Dann habe ich mir extra, das war auch ein Schritt finanziell nicht so leicht, bei Raum und Zeiter Abo geholt, damit ich die, weil er hat es nicht veröffentlicht, damit ich die ganzen Artikel vom Pouquet nachlesen kann. Und da ist eben im September, Oktober Ausgabe war Universal Scaling, die Funktion von E, Pi und Phi in der kosmischen Ordnung. Also
bis dahin habe ich das auch gelesen, das habe ich auch noch überflogen, ja. Aber dann werdet ihr die auch verstehen, ich meine, einige von euch werden ja wissen, E, die Eulersche Zahl, ja, Pi kennt eh jeder, Phi eher weniger, aber das ist total einfach, ich verspreche es euch, es geht gar nicht einfacher, ja. Oder hier zum Beispiel, da stehen so Sachen drin, die Torsionsfelder bewirken Perpetuum mobile Effekt und so. Also das ist die Raum und Zeit. Sehr gute Zeitung. Dann Russell Targ, werden auch einige kennen. Psi, die Welt ist anders, als sie zu sein scheint. Ist leider noch eingeschweißt oder nicht einmal aufgemacht. Eines meiner Lieblingsbücher, ein Peter Denk. Ja, das finde ich, ist ein ganz toller Mann. Der war ja auch schon öfter bei OkiTalk. Leider habe ich ihn persönlich bis auf OkiTalk noch nicht getroffen, das Mastgeheimnis und weitere Enthüllungen. Peter Denk hat dadurch und einer ganz, einem ganz lieben Menschen, der weiß, wen ich meine, ja. Aber ich nenne jetzt den Namen nicht, weil das vielleicht nicht recht, ja, oder auch nicht den Vornamen, der bei uns in der Gruppe ist, hat mir dann gewisse Dinge, über eine Gruppe, wo er drin ist und wo Leute schreiben, die er zitiert, der Peter Denk, hat mir dann das alles geschickt und hat mir sehr geholfen zu erkennen, dass die Dinge, die 2016 passiert sind, ja, und an denen ich beteiligt war, dass die tatsächlich auch eingetroffen sind. Das war gut für mich einfach. Dann Armin Riese habe ich schon erwähnt. Dann haben wir auch was Wichtiges. Ja, ich habe jetzt immer so versucht, nur so ein paar Highlights rauszunehmen. Friel. Also wenn ich rede, wir werden auch dazukommen zum Schöpfen und was man alles machen kann, ja, ich rede immer von Friel-Energie. Das ist einfach, weil ich geprägt bin auf das Wort Friel und weil es mir gefällt und weil es violett ist, ja. Und das entstammt eigentlich einem Roman, ja, und das heißt Friel oder eine Menschheit der Zukunft von einem Edward Bulwer Lytton, Bulwer Lytton, weiß nicht, wie man ausspricht, ja. Ist eigentlich ein Roman, genial, das habe ich zufällig mal im Internet entdeckt gehabt. Und gelesen. Und dann natürlich habe ich mich mit Friel beschäftigt und mit den Frielfrauen und mit den UFOs und so weiter. Und damals habe ich eigentlich schon, im Gefängnis habe ich schon gewusst, oder zumindest eine Ahnung gehabt, eine große Ahnung mit Antigravitation und das alles, was das mit Frielkraft zu tun hat. Ja, dann Rupert Sheldrake, ja, klar. Ja, da habe ich hier mal als Beispiel das schöpferische Universum, die Theorie des morphogenetischen Feldes, die hat ja viele Bücher geschrieben. Oder auch die Kerstin Simonet, die scheint auch, also ziemlich glaubwürdige Channeling zu sein über Tod, Projekt Menschheit, der Transformationsschlüssel, ist aber nicht so unbedingt so sehr als alle zu empfehlen. Also es bringt nicht so viel Neuigkeitswert. Dann Maximilian de Lafayette, da habe ich einige Bücher über die Maria Osage, The Woman Who Originated and Created Earth's First Flying Saucer, also die ersten Ursprünge und ja, von fliegenden Untertassen gemacht, also das kennt ihr alle, die Orsic. Ja, und ich weiß, wer als Orsic schon mal inkarniert war, kenne ich jemanden und so weiter. Wenn diejenige zuhört, die weiß das dann auch. Und so ist, so klein ist die Welt, dass man schon anfängt, Inkarnationen zu kennen, die noch gar nicht so lange her sind. Dann sehr interessant, der Todesstern Gizeh, die Paläophysik der großen Pyramiden der militärischen Anlage bei Gizeh. Das ist ganz gut zu verstehen, wie das funktioniert. Dann natürlich Untersberg alles vom Stan Wolf, ja auch ein Österreicher, Steine der Macht. Und jetzt bin ich schon durch. Bin ja ganz erstaunt, so schnell ist das gegangen. Aber da empfehle ich, also Pyramiden sind schon eine interessante Sache. Da gibt es einen super, super Vortrag, habe ich gestern schon gesagt, vom Sam Osmagovic, glaube ich, weiß besser, wie er heißt. Fantastisch einfach, ja. Fantastisch. Diese anderthalb Stunden, zwei Stunden das Video. Da erklärt er auch genau, was die Pyramiden, welche Art sie da Friel-Energie, Skalarwellen und so produzieren. Hat mir wirklich gut gefallen. So, ich schaue auf die Uhr, 10 Minuten haben wir noch. So, jetzt kommen wir tatsächlich noch zu den Fragen. Zwar ein paar Sachen ausgelassen, aber ich hoffe, ihr seid noch nicht völlig hinüber. 3 Stunden ist schon heftig, ja. So, also das geht mal ganz schnell durch. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja, die Antwort ist gemein, ganz gemein. Das sollte nach der dritten Sendung verstanden werden. Entschuldigung, da muss ich ja selbst lachen. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ja, da gibt es ein berühmtes Buch auch von dem Wiener Psychiater, der in den USA ausgewandert ist. Wie heißt der denn? Ja, ist jetzt egal, fällt mir nicht ein. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Über konstruktive, konstruierte Wirklichkeit, sehr interessant. Meine Antwort drauf, von gar nicht bis sehr real. Ja,
Eins ist aber sicher, nur subjektiv. Wenn wir können da in Diskussion alles tiefer eingehen. Ich muss es jetzt ja so schnell machen, aber ich versuche klare, knappe Antworten zu geben. Wer oder was bin ich und gibt es einen Gott? Ich bin eine Existenz, ja, habe ich schon gesagt. Also da tun wir uns auch leicht, weil die Trinität kennt jeder, Körper, Geist, Seele. Was es jetzt im Einzelnen ist, muss man nicht wissen. Aber ja, ich bin eine Existenz. Und dann ist völlig wurscht, auch wenn du tot bist, bist du noch eine Existenz. Du bist immer eine Existenz. Ja. Und ja, es gibt viele Götter. Ja. Es gibt viele Schöpfergötter. Es ist immer die Frage, wo man die Grenze macht. Und manche bezeichnen es halt dann als Erzengel oder anders. Ja, es spielt keine Rolle. Ja. Aber ich nenne halt alle Schöpfergötter, die größere Dinge schöpfen, ja, wie zum Beispiel die Sonne, die Planeten, ja, die Galaxen, die werden nicht geschöpft, die werden nur verwaltet, administriert sozusagen von Schöpfergöttern, ja, aber die, die wirklich die Materie machen, das sind die, die Sonnen machen, die Planeten machen, ja, und das gibt's, die werden gemacht, die werden geschöpft. Und das ist auch ganz einfach zu verstehen, aber es gibt nur eine Quelle. Also in dem Sinn, was wir unter Gott verstehen, gibt's natürlich nur eine Gott. Dann die Zeitlinienverwirrung horizontal und vertikale, da kann man auch ganz schnell was dazu sagen. Jeder Mensch hat genau eine sichere, sage ich mal, horizontale Zeitlinie. Die fängt bei der Geburt an und hört bei der Transformation, also sprich, wir es nennen Tod auf. Die hat jeder Mensch. Das heißt nicht, dass er noch weitere Parallele haben können. Ja, aber das sind welche, die können einen kurzen Anfang haben, die können ganz kurz sein, können auch noch weitergehen, die können, aber es sind immer eigene. Ja, also man kann nicht Zeitlinien verschmelzen oder sowas, also nicht nach meinem Modell. Das heißt jetzt nicht, wenn es andere anders verstehen, dass es anders geht. Ja, aber ich nenne das so, Zeitlinien verschmelzen nicht, sondern sie kommen sich so nahe, unter Anführungszeichen, sie sind sehr stark in Resonanz. Und ich denke, das ist in gewisser Weise, kann ich dann auch noch näher erklären, der Grund des Mandela-Effekts und andere Effekte. Und das passiert uns auch beim Träumen. Jeder Traum ist im allgemeinen Sinne sowas wie eine Astralreise. Oder es ist sowas. Ja. Wobei der Begriff Astral ist, ja, obwohl er passt, das heißt dann zu den Sternen. Ja. Gut, die vertikalen Zeitlinien, das ist total einfach zu verstehen. Wirklich total einfach. Das ist einfach unsere Zeitlinie, die komplett ausgefüllt ist mit horizontalen Zeitlinien, ja. Und es ist völlig wurscht, ob die horizontale Zeitlinie auf der Erde ist, auf Sirius, vor 10.000 Jahren, das spielt keine Rolle, ja. Es kann 10.000 Jahre früher sein, 10.000 Jahre später, ja. Jetzt nicht mehr so, ja, aber ganz allgemein, ja. Und die sind einfach eine nach der anderen. Also es gibt zwischen den Zeitlinien quasi, wenn das so Mikado-Stäbchen wären, dann wären die einfach übereinander. Die Richtung ist egal, die wären einfach übereinander. Es ist also kein Zwischenraum dazwischen. Das ist die vertikale Zeitlinie. Und wenn du in anderen Dichten bist, und da habe ich irgendwie ein Buch übersehen, irgendwo müssen noch Bücher liegen, ja, das ist ein wunderbare Buch von der, ich weiß nicht, wo ich das hin habe, von der Anke Ewerts, ja, die diese Nahtoderfahrung gemacht hat. Da gibt es auch ein wunderbares Video. Sie beschreibt es ja so schön, ja, dass sie alles gleichzeitig auf einmal erlebt. Also praktisch zack und es ist alles in ihrem Bewusstsein da und das hat sie auch gar nicht gewundert. Das ist multidimensionales Bewusstsein. Und das geht halt hier auf der Erde bedingt. Ja, also völlige Erwachung, hundertprozentige Multidimensionalität gibt es natürlich in 3D, aber die ist auf 3D beschränkt. Ja, also die kann nur so viel sein, wie halt möglich ist. Ich weiß auch nicht, was da möglich ist. Ja, also auf jeden Fall, ich denke, Fliegen und solche Dinge können wir dann schon. Ja, aber wo da die Grenze ist, weiß ich nicht. Aber je höher die Dimension ist oder anders gesagt, je geringer die Dichte oder, kann ich jetzt schon mal sagen, ja, je geringer die Frequenz, nicht umgekehrt, ja, das wollte ich heute auch noch erwähnen, kommen wir heute nicht mehr dazu, ja, desto stärker wird dein multidimensionaler Anteil. Und wenn du dann in 12D angekommen bist, beziehungsweise 11D eigentlich, zum Beispiel bei der 11, ja, dann bist du 100% multidimensional. So. Das waren zu den, ja, und das Ganze, die ganze Zeitlinie, und das werde ich euch erklären, die wird total einfach. Das ist, da fällt man tot um und ist dann in der vierten Dimension, das wollte ich nicht sagen, ja, sondern, das kann man gar nicht glauben, wie einfach das zu erklären ist. Kann man nicht glauben, ja. Weil alles, was dazu notwendig war, war noch eine dritte Zeitlinie einzuführen. Ich habe das nirgendwo gefunden. Es wird zwar manchmal schon erwähnt und so, aber
da wird das immer mit den anderen Zeitlinien in Zusammenhang gebracht. Ja? Ich nenne das ihr eigenes Horizont-Zeitlinie. Jeder Mensch hat eine und das ist total einfach zu verstehen, weil die umfasst der Reihe nach ganz simpel die erste, die zweite, die dritte, immer von Geburt bis zur Transformation. Und alle zusammen ist die Ereignishorizont-Zeitlinie. Und wir alle, die wir jetzt hier sind, zusammen sind, sind genau am gleichen Punkt, nämlich am Ende unserer Ereignishorizont-Zeitlinie. Wir haben keine Zukunft, aber eine riesige Vergangenheit. So, ich denke, das ist verständlich. Warum Licht und Liebe, Licht und Schatten? Ja, also das hat mit den Photonen zu tun, philosophisch und so weiter. Ja, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also Licht und Schatten heißt eigentlich nur, weniger Licht heißt weniger Verbindung zur Quelle. Und das hat natürlich mit Photonen Licht zu tun und dann so passt es zusammen. Warum irren viele Lichtarbeiter? Ja, weil, und das mache ich dann das nächste Mal, ich habe ganz viele Beispiele gesammelt, auch schon ausgedruckt, hätte ich ja heute noch machen können, wenn wir noch 5 Stunden gehabt hätten, wo immer steht, Frequenzen erhöhen und Schwingungen erhöhen. Wobei Schwingungen erhöhen kann man noch als Metapher verstehen, ja, in liebevolle Schwingungen kommen, könnte man als Erhöhen bezeichnen, ja. Aber überall, wir müssen unsere Frequenzen erhöhen, ja. Da können wir vielleicht eine Diskussion kurz ansprechen, will da nicht vorgreifen auf die nächsten Sendungen. Das ist aber so ad absurdum zu führen, wirklich. Das ist einfach grotesk, dass wir das überhaupt geglaubt haben. Und da setzt die satanische Umkehr wirklich voll zu. Und wenn das so ist, wie es ist, dann haben viele Lichtarbeiter immer das Falsche gemacht. So, wir alle erwachen weiter. Aber ist der Aufstieg in Wirklichkeit ein Abstieg? Das hängt damit zusammen. Was ist Resonanz und warum ist Global Scaling so fundamental? Da haben wir schon drüber gesprochen. Wunderbar. Was sind Materie, Energie, Dark Matter, Dark Energy? Ist prinzipiell alles das Gleiche, ja, also es ist mit den Fraktalen auch zu erklären, ich sag's so mal, ja, also Dark Matter, Dark Energy, diese unbekannte Sache, das ist einfach noch nicht, das ist das, wenn man so will, das Ungeschöpfte, ja, damit lässt sich's auch irgendwie leichter verstehen. Was sind Seele, Körper, Bewusstsein, Multidimensionalität, habe ich schon drüber geredet, ja, also auf jeden Fall, wir sind definitiv, kann man sich so vorstellen, ein Torus, das kann man sagen. Was sind Tod und Inkarnation wirklich? Ja, haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Das ist nichts anderes als Übergänge. Ja, es gibt immer Geburt und Tod. Das kann ich schon mal sagen. Das gibt's überall. Es gibt nicht so in den Sphären herumschweben. Ja, das muss von einer Geburt beginnen. Ja, und da gibt's viel dazu zu sagen. Eben auch das, was die Wingmakers sagen über das souveräne Integral und so weiter. Das deckt sich alles mit dem. Und ich habe gestern noch ein interessantes Video gesehen, das jemand mir gegeben hat, das ich mir schon die Gruppe gestellt habe. Da ging's, war ganz interessant um so eine Hypnotherapie, die im Theta-Bereich ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also bei sehr niedrigen Frequenzen. Und es gab halt viel Kontakte mit Wesen, ja. Und da hat sie. Arnulf? Ja, ich bin gleich fertig. Ja. Super, weil wir müssen Schluss machen, wirklich. 3 Minuten, ja. Die hat von jungen Seelen gesprochen. Und ja, da rede ich dann auch drüber, weil das ist wirklich ein guter Begriff. Nur würde ich sagen, junge Existenzen. Dimensionen und Dichten haben wir schon gesagt, Zeitqualität haben wir schon drüber gesprochen, euch von Anunnaki auch. Ja, da kommt dann noch was mehr. Da kommt dann einige Beispiele, auch aus dem Buch Man in Black 3 und vom Corey Good und so weiter. So, das können wir jetzt, müssen wir die Diskussion verschieben, wie geht manifestieren ganz einfach. Ja, das tut mir jetzt leid, aber das geht nicht anders, weil sonst dauert es wirklich zu lange. Aber doch, ich sag noch ein Beispiel, weil ich habe den Ehrgeiz trotzdem alles unterzubringen. Noch 1 Minute und 40 Sekunden. Parkplatz. Ja, Parkplatz manifestieren, das kennt jeder. Und ich gebe den Tipp, wie das immer funktioniert. Niemals wünschen, niemals hoffen, niemals zu sehr dran denken. Ja, weil sonst entsteht sofort ein Mangel. Das Unterbewusstsein hört nur, ich wünsche mir das, habe ich einen Mangel. Ja, und das so geht manifestieren nicht. Sondern ein flüchtiger Gedanke, das Wort liebe ich, flüchtig, ja, ein flüchtiger Gedanke reicht. Parkplatz, ich habe meinen Parkplatz. Ja, mit Sicherheit im Herzen verankert und dann den Mr. Z Zweifel einfach wegschubsen, wenn er kommt. Ja, so, ja, das interessiert mich nicht, was du sagst. Ich weiß ja, ich habe meinen Parkplatz. Und dann ist er da. Garantiert. So. Vielen lieben Dank, ihr lieben Zuhörer, ja, überall in der Welt hoffentlich und später auch noch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Der Vorteil ist, wir sehen uns nicht, so kann ich nicht sehen, welche alle schon erschöpft am Boden liegen und
und nach Pause lechzen. Arnulf. Das war's. Arnulf, alles gut. Du hast wirklich. Radio Okita.